Los geht's. So. Okay, gut. Mhm. Wunderbar. Feuer schütteln. Feuer schütteln. Upp, Feuer. So. Okay, meine Damen und Herren, zum Wohl. Thomas, hast du nichts? Ja. Biennale, Leute. Hat wer für den Thomas ein Bier? Mhm. Wir haben, ich hab. Auch nochmal ein Status. Ja. Willkommen bei den Biertauchern, Folge 222. Schnaps. 15. September 2015. Kommt hin. Und wir haben halt ganz viele Leute, nämlich den Sven. Hallo. Dennis. Nora. Gregor. Barbara. Thomas. Den Hopp. Felix. Und Horst. Okay. Prost. Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WhoConnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Und vielen Dank unseren Flatterern Bernd Schlapsi und Ajuvo. Danke, Burschen. Okay. Rituelle Frage. Wer ein Thema hat, über das er gerne reden mag, sagt nur, was das Thema ist. Ja? Also ich möchte kurz reden über, dass ich mit dem Sven in Weiz war, aber ich hoffe, der Sven macht das selber. Und sonst habe ich eigentlich nur kleine Meldungen, aber... Ich war am Streetlife Festival, habe dort meine Schwester interviewt, die das organisiert hat. Das wird hinten angeschnippelt. Und ich habe zwei Interviews gemacht mit Donaukanal-Gemeinschaftsgärtnerinnen, mit Gärtnern. Und ein Exemplar haben wir auch hier, die Nora, die hoffentlich ganz viel davon erzählt. Also Sven, so. Ja, Knoppingstag Weiz wird kommen, genau. Und so. Ich habe eigentlich gar kein Thema mit. Ich bin nur heute da, weil es das 222. Mal ist, dass dieser Podcast aufgenommen worden ist. Yippie! Thema Applaus. Ich bin angesprochen worden wegen dem Gemeinschaftsgarten. Der ist so ein Dauerthema bei mir. Das begleitet mich. So wahnsinnig gerne reden heute tue ich natürlich auch. Allerdings ist für mich heute ein anderes Thema ganz im Vordergrund. Mich hat gestern so das Flüchtlingsthema erreicht, sozusagen, und total geflasht. Und das ist eigentlich das, was gerade bei mir so ein Thema ist. Super. Ja, ich war ja eine Woche auf Urlaub in Italien. Ich könnte über eine Woche Jesolo erzählen und meine skurrilen Eindrücke. Beziehungsweise habe ich auch in Venedig die Biennale besucht. Kann davon auch ein bisschen berichten. Und in den kleinen digitalen Zwischenpausen habe ich auch Little Inferno, weil mir Ronda und Dennis das empfohlen haben, nochmal angespielt. Und ein Adventure namens Die Geheimakte Tunguska. Ja, ich habe kein Thema mitgebracht, aber ich habe letzte Woche so viel gesprochen. Ganz ein extra Gast, Thomas. 20 nee, Jahre nein. DVD. Okay. Anscheinend. Habe ich heute im 13 Abend herfahren gesehen. Und das stimmt wahrscheinlich auch, steht auf Wikipedia. Und vielleicht reden wir noch kurz über Control und K im Firefox mit GTK 3. Aber dazu später mehr. Ich habe auch keine Themen, aber ich habe auch eine Befreiung vom Arzt. Sehr gut. Mir hat man ein Bier gegeben, deswegen bin ich hier. Aber ich würde auch gerne, wenn sich das ergibt, über Chrononormativität reden. Ach. Chrononormativität? Ja. Das klingt nach Zeitreise, ich bin voll dafür. Schauen wir mal. Okay. Das wird spannend. Machen wir die Nerd-Themen zuerst? Hat jemand überhaupt einen Nerd? Ja, GTK 3 habe ich schon gehört. Das bietet sich eigentlich dann sofort an. Okay, das kann man später rausschneiden, wenn es fad ist. Ja, du musst näher rankommen. Unter Linux mit GTK 3 hat man in den letzten Monaten das Problem, dass Ctrl-K, was ist Ctrl-K? Firefox. Ctrl-K. Die Suchbox rechts oben fokussieren. Ja. Ja. Okay. Firefox macht das, ja. Genau, Firefox macht das. Das geht unter Windows genauso wie unter macOS. Unter macOS ist halt Option-K. Und seit einer Änderung vom letzten September in GTK 3 geht es unter Linux nicht mehr. Da kann man dann nur mehr Ctrl-J verwenden, weil Ctrl-J ist anscheinend ein alter Keyboard-Shortcut für das. Und das haben es dann anscheinend die Mozilla-Leute und die GTK-Leute ziemlich herumgestritten, und dann gibt es auch einen Red Hat-Bug und einen Mozilla-Bug und einen GTK-Bug. Und wer ist jetzt dafür zuständig und so, und wie kann man das Ganze umgehen, haben sie jetzt aber in GTK 3 rausgenommen. Das heißt, in der nächsten Version ist das dann hoffentlich wieder gefixt. Also
Ja, also finde ich super. Das geht derzeit nicht, oder? Es geht derzeit nicht, aber okay. In der aktuellen GTK-Version funktioniert es dann. Die haben diesen Shortcut quasi rausgenommen. Das okay. Problem war halt in diesem Texteingabefeld, da war Ctrl-K gemappt, fixiert gemappt auf Löschen bis zum Ende der Zeile, glaube ich. Und das ist ein Emacs-Shortcut. Kann wahrscheinlich sein. Okay. Und deswegen ist der Mac besser. Und das wollte ich eigentlich nur erwähnen, weil jetzt habe ich diesen Muscle Memory, wo ich dann am Mac immer Command und J drücke und dann geht das Download-Fenster auf und nicht die Suchbox. Und das ist ärgerlich. Frage, wer gibt im Firefox was ins Suchfeld ein? Also ich tippe einfach meine Sachen immer in dieses Hybrid-Eingabefeld ein und sage, naja, der wird schon wissen, was ich will. Ja, es geht mir genauso eigentlich. Mir auch. Vergeht er. Das Gesicht von Thomas Verstehen hat gerade. Na, vielleicht funktioniert das eh gut. Ich glaube, das ist historisch bedingt, weil irgendwann hat ein Suchbegriff in die obere Urleiste, in die Awesome Bar, wie es heißt. Awesome Bar. In die Awesome Bar. Hat, glaube ich, bewirkt, dass ein I'm Feeling Lucky Search macht. Das ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr der Fall. Aber wahrscheinlich haben wir es einfach nur angewöhnt. Beziehungsweise, wenn du natürlich nach einem Begriff suchst, der gleichzeitig auch ein Hostname sein kann, und deine DNS-Settings sind wie komisch, dann kann es sein, dass der das auflösen versucht. Und so. Immer ein Leerzeichen zusätzlich eingeben, dann weiß er ganz genau, das kann keine URL sein. Ja, das ist ein guter Tipp. Oder Anführungszeichen. Und Fazit, Thomas, wir sollen einfach warten, es wird dann wieder besser in der nächsten Version. Ja, aber wahrscheinlich werden wir sich einfach angewöhnen, dass man versucht, wirklich die Außenbar zu benutzen. Und das zu der Space-Tipp ist eigentlich ein sehr guter. Space-Team, not walking, meine Damen und Herren. Ja, wir haben jetzt ein Metronom dazu, damit wir unsere mit Schwert und Axt. Also der Tipp mit dem Space ist eigentlich ziemlich cool, auch die Anführungszeichen. Vielleicht werde ich mir das angewöhnen. Ich merke nur eines dabei, dass wieder mal Streitereien zwischen zwei verschiedenen Parteien herrscht. Wer ist nun eigentlich schuld? Aber das ist kein Problem bei Open Source, sondern das gab es auch schon bei Microsoft und Adobe in den 90er Jahren und gibt es immer noch. Aber es ist mal wieder ein ganz typisches Problem. Ja. Eine kurze Audiopause, die dann später weggeschnitten wird, weil wir versuchen, ein Foto zu machen, aber das gelingt nicht ganz. Ich habe verweigert. Okay. Aber ich habe noch ein kleines Nerd-Thema, das ich dran anschließen kann, ein bisschen vom politischen. Schneiden wir dir jetzt nicht das Wort ab, Thomas? Nein. Okay. Der hat sein. Genau. Ja. Kleines Nerd-Thema. Ja, kleines Nerd-Thema, eher von politischer Relevanz. Großbritannien hat ein Manual rausgegeben, die haben nämlich auch ODF, das Open Document Format, als das zu bevorzugende und einzusetzende File-Format für Ämter und öffentliche Verwaltung eingeführt. Und jetzt haben sie dazu sinnvollerweise ein Manual rausgebracht, das nämlich auch so Sachen erklärt, was man machen kann, wenn Makros, die man in proprietärer Software eingesetzt hat und in File-Formaten, wenn man die umgehen möchte oder wenn man wohin man sich wenden kann, wenn man gewisse Features programmiert haben möchte. Also eine Anleitung für Menschen, wie man damit umgeht. Ja, offensichtlich, okay. Ich habe noch nicht reingelesen, aber ich fand auf jeden Fall mal wieder diese Schlagzeile, auch im Zuge ja mit Linux und diese ganzen Querelen, was man in München erlebt, sehr wichtig, dass es hier auch Dokumente sinnvolle generiert werden, wie man das zum Einsatz bringt. Ja, die lieben Hörer hören das wahrscheinlich nicht so raus, aber es breitet sich jetzt leichter Sozialstress aus, weil wenn einer redet, ist automatisch derzeit sogar 8 Leuten langweilig. Ja. Deshalb reden die Leute ein bisschen schneller. Außer am Hop, dem macht das nichts aus. Tumbleweed. Dennis, ja, bitte. Ja, ich möchte noch dazu hängen, dass der wie heißt das, GCHJQ oder sowas ähnliches, jetzt eine Anleitung, wie man Passwörter gestalten sollte, herausgegeben hat. Also, das ist der Passwortgenerierungsrichtlinie, oder? Ja, genau. Also im Prinzip so einfach wie möglich, damit das Knacken für Sie einfacher wird. Okay. Macht Sinn, ne?
Bist du sicher, dass du das nicht auf die Onion gelesen hast oder so irgendwie auf einer Parodie-Seite? Nein, das hat er stand bei Heise Golem und ich glaube, Fefe hat es auch schon inzwischen mal geschrieben. Und Fefe, ich habe ehrlich gesagt den Originalartikel noch selber gar nicht gelesen, aber Fefe lässt durchscheinen, dass da vielleicht sogar was Brauchbares dran zu sein scheint. Also ich selber sage auch eigentlich, Passwörter sollte man lieber so einfach wie möglich gestalten und sich merken. 1, 2, 3. Ja, das nicht gerade. Oder so kompliziert wie möglich und dann auf einen Zettel schreiben und einen Monitor kleben. Die beiden Möglichkeiten empfehle ich. Ich muss gestehen, ich habe mich aus meinem eigenen Raspberry 2 ausgesperrt, weil ich mein Root-Passwort nicht mehr weiß. Das neue Sommerteam. Brauchst du eine Anleitung, wie man wieder das ändern kann? Nein. Brauchst du ein neues Passwort? Ich werde einfach die SD-Karte neu machen. Wollte ich sowieso. Bitte. Du könntest deinen Public Key auf die SSD-Karte im SSH-Verzeichnis legen und könntest damit einfach deinen Root-Account wieder aktivieren. Schlau. Und dann mache ich das als Profilbild in Facebook. Ne? Dann könnte ich andere Fragen geben. Aber ja. das generelle Ding ist immer dasselbe. Ein Storage kann sich nicht wehren. Mhm. Sehr gut. Das nehmen wir mal ins Zitat-File auf. Ein Storage kann sich. Was genau war eigentlich die Sache mit dem Chrono-Dings da? Chrononormativität. Bitte. Chrononormativität ist so ähnlich wie Heteronormativität. Also es beschreibt einen Zustand, wo man sagt, naja, das ist ja normal, ne? Und das ist eh für alle so. Und so wie nicht alle dieselbe sexuelle Orientierung haben auch nicht alle denselben Tag-Nacht-Rhythmus. Und Chrononormativität meint eben genau das, naja, was, du hast bis Mittag geschlafen, naja, ja, das nettes Leben, ja. Aber dass man einfach zum Beispiel... Du möchtest sagen, du hast outstudiert, aber du tust trotzdem nicht in der Früh aufstehen? Ja, genau. Respekt. Das kennt man ja als Nerd eh, oder? Manchmal hat man so in den Nachtphasen hat man doch die kreativsten Zeiten oder so. Oder schon in einer knappen Übermüdungsphase oder so. Also bei mir. Aber es stimmt natürlich schon ein bisschen. Früher waren die Berufe halt eher so, dass eher Dienstleistungsberufe waren, wo du halt, wenn du Verkäufer beim Billa bist, dann musst du halt zu gewissen Zeiten dort sein. Und das bringt nichts, wenn du, also du kannst jetzt nicht, wenn du den Vormittag verpasst hast, das am Nachmittag abarbeiten. Beziehungsweise wenn du Landwirt bist, dann kannst du halt wahrscheinlich eher idealerweise arbeiten, wenn es hell ist. Und das heißt, dort einfach deine Arbeit, deine Tätigkeit irgendwie und die Umwelt dafür gesorgt, dass du zu einer gewissen Zeit arbeiten kannst. Ne? In anderen Berufen ist vielleicht so, was sind kreative Berufe und technische Berufe, dass vielleicht du deine Zeit so verschieben kannst, dass du bis um Mitternacht oder bis um 3 in der Früh arbeitest und wenn du dann um 10 aufwachst, ist das vielleicht eh früh, ne? Relativ früh. Gegenthese. Das Synchronschalten und Tabuisieren bestimmter Verhaltensweisen ist natürlich eine Methode der Sozialkontrolle. Ich glaube, dass das stärker ist, dass man wirklich stigmatisiert Leute, die bis Mittag schlafen, so wie du genannt hast, das Beispiel sexuelle Orientierung. Man macht sehr enge Normen und sanktioniert alles, was abweicht davon. Und damit hält man eigentlich die Herde schön im Zaum und schafft soziale Kontrolle. Das ist das, was mir einfällt. Ja, und ich glaube, dass es ziemlich wertvernichtend ist. Also Lebensqualität meinst du, oder? Wertvernichtend in mehreren Sichtweisen, weil zum Beispiel meine besten Erfahrungen mit strukturierten Lernerfahrungen sind über Online-Kurse. Und was haben Online-Kurse zum Unterschied zu Offline-Kurse für Herausstellungsmerkmale? Sie haben vor allem eins, die Leute suchen sich den Zeitpunkt, wo sie aufnahmebereit sind, um Neues zu lernen, selber aus. Mhm. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist, um sich etwas beizubringen oder beibringen zu lassen oder sich helfen
etwas Neues zu verstehen ist, dass man das dann macht, wenn man aufnahmefähig ist. Und die Idee, dass das für alle Menschen irgendwie zum Beispiel um 8 in der Früh bis 12 in der Früh ist, ist einfach eine falsche. Also es mobbt Menschen mit einem anderen Tag-Nacht-Rhythmus oder mit einem anderen Aufmerksamkeitsrhythmus und vernichtet Möglichkeiten, Werte, Fähigkeiten und Lebensläufe. Und die Bewegung für, also gegen geregelte Arbeitszeiten und Tagesabläufe, die heißt jetzt wie, Chrono? Ich glaube nicht, dass es da eine Bewegung gibt, aber was du gesagt hast, das Wort. Der Begriff, ja. Und unter dem man das zusammenfasst, ist halt Chrononormativität. Also oder Chrononormativität die sind die sich an sozusagen die Mainstream-Zeiten halten? Oder wie? Nein, das ist die Gesellschaft, die halt allen erscheinen lässt, dass das normal ist, für alle normal ist. Dass man um 8 in der Arbeit ist. Knechtung der Massen durch den Stundenplan. Knechtung, nein. Nein, das ist nicht einmal Absicht oder Bösmütigkeit, sondern einfach, wenn ich dich jetzt auch frage, was sind normale Arbeitszeiten, dann sagst du? 2 Uhr mittags. Nein, normale, nicht deine. Normale sind 9 bis 5. Genau, das ist der Punkt, weil das einfach normal ist. Und das ist genau das, was normativ aussagt. Alle halten es für normal. Die Normierung der Zeit. Normierung der Zeit. Genau. Aber ihr sagt es eigentlich, es Chrono, ist eine Normierung der Gesellschaft. Zeit. Wenn ich auch richtig verstehe. Und Norm, die Normierung. Das ist eine Normierung durch die Gesellschaft. Ja. Über die Zeit. Genau. Ja, aber ihr tut es nicht die Zeit normieren, sondern die Leute. Wir normieren gar nichts. Okay, ich habe es kapiert. Es ist eine Erkenntnis da offenbar, dass da eine Normierung aber, gibt. Aber was ich jetzt, kann ich jetzt irgendwie besonders in und schick sein, indem ich sage, ich gehöre zum Rebellen-Movement, zu den Anti-Promo, Libre-Promo, ich spiele auf der Sache. Die Hetero-Chrononormen. Okay. Also es ist noch nicht so ein Zeit-Test-Trend wie Erde und Brillentragen. Oh ja, oh ja, es gibt einen Trend, also ja. Ich habe tatsächlich schon mal ein Wahlplakat gesehen, wo drauf gestanden ist, gegen Chrononormativität. Das hat existiert. Okay. Piraten in Deutschland. Also aber ob das schon als Trend zu bezeichnen ist, wage ich in Frage zu stellen. Aber die sich da sozusagen nicht so viel fallen lassen wollen, die haben noch keinen eigenen Begriff, unter dem sie sich sammeln. Nein, definitiv nicht. Okay. Wie wär's mit Schichtarbeiter? Es gibt ja so irgendwie Firmen, die die Nacht durcharbeiten und das in Schichten machen. Es gibt Krankenhäuser und Feuerwehr und den ganzen Kram und man braucht Strom. Und erinnert euch noch an die Zeit, als es nachts noch ein Nachtbild gab, so ein Sendetestbild, weil nachts Sendeschluss. Sendeschluss, erinnert ihr euch noch? Ja, die Europa-Hymne so. Und dann war die Europa-Hymne, genau. Ja. Und das ist alles so Dinge, dann die sind irgendwie 20 Jahre her. Genau. Ist dann immer 20 Jahre her ist es, dass ich zuletzt mal ein Testbild gesehen habe. Das ist dein Stichwort, Thomas. 20 Jahre DVD. Ja, musst du näher kommen, damit man dich auch hört. Wann ist denn überall? Ja, auf einer DVD habe ich noch kein Testbild gesehen, aber man sieht ja immer diese Piracy Warnings. Aber das ist die Video-DVD. Ich habe mir eigentlich nicht viel Gedanken gemacht, weil ich es nur beim Herfahren gesehen habe, aber ich finde es spannend, dass die DVD jetzt nach 20 Jahren. Okay, hier wird gerade vandalisiert. Sven schändet österreichische Hauswände. Wobei, wir wissen das nicht und das ist keine verbindliche Aussage, die wir hier treffen. Also es kann sein, dass es gar nicht stimmt. Das wird man auf den Überwachungskameras feststellen. Das war schon zur DVD? Also war es so 20 Jahre DVD? Ja, also haben wir uns nicht viel dazu überlegt, aber was sind eure coolsten DVD oder CD oder Blu-ray-Erfahrungen? Jetzt rein vom Medium, nicht so sehr Musik-CD, Film-DVD. Und die Frage, wie geht es weiter mit der DVD? Ja, optisch muss jetzt dann irgendwann mal sterben, oder? Sage ich mal. Aber so wird es natürlich nicht sein. Blu-ray, glaube ich, läuft jetzt eh wieder halbwegs gut oder so. Für die Filmophilen kriegt man noch einiges drauf oder so. Aber für mich war es, glaube ich, jetzt einmal. Also ich habe kein Blu-ray-Laufwerk oder so. Und mit der DVD ist es so, dass ich jetzt immer schon mich am Kopf kratzen muss und mir überlegen soll, welches Laufwerk ich überhaupt noch im Haushalt habe, um jetzt etwas von einer DVD runterzubekommen. Also bei mir ist es echt so in Richtung dem. Medium. Ja, und halt der USB-Stick und die Flashkarten haben mich fest in ihrer Hand. Der neue Blender-Film ist jetzt gerade fertig geworden und heraus und den habe ich bekommen auf einem USB-Stick. Cool. Ein bisschen hübscher, cool. der ist so Scheckkartengröße mit dem USB-Stick-Teil zum Ausklappen. Mhm.
32 GB, weil nicht nur voll mit dem Film, sondern auch mit allen Daten und Modellen und Texturen, die man braucht, um den Film selber zu rendern. Vorausgesetzt, man hat eine kleine Renderfarm daheim. Aber USB-Stick statt einer Blu-ray oder was auch immer die anderen normalen Formate sind. Ja, schick. Ja, und man sieht es ja jetzt generell, wenn man sich so Softwarepakete im Mediamarkt irgendwo kauft oder so, dann ist ja oft nur so ein Code drinnen und man hat den Download-Code sozusagen. Also ich weiß nicht, optische Medien, was sich dreht und bewegt sich, ist irgendwie unschick, ist so der Client, die ich. Wobei ich finde halt, sie haben halt inhärent ein paar Vorteile, die man halt heutzutage vielleicht nicht mehr hat, also wenn man Netflix verwendet oder so. Ja, man kann auch sie als Sportgerät verwenden. Aber abgesehen davon, also wenn wir jetzt auf Netflix schauen, so wird halt immer gestreamt und man Netflix weiß halt ganz genau, wann man, zu welcher Tageszeit. Ja, und welche. Couch-Verhalten dann. Genau, die wissen, ob du chrononormativ bist, aber das ist richtig verwendetes Wort. Okay. Ob du vormittags fernschaust. Genau, oder wann du schlafen gehst und so. Ja, aber. Ja. Und. Bei der DVD ist halt so, wann du das schaust, ist eigentlich, wird nirgends hin übertragen momentan. Der andere Vorteil ist, wenn man sich die ganzen Crypto-Locker-Trojaner-Viren-Dingsbums, also diese Dinger, wo man dann irgendeinen Ransom bezahlen muss, damit man den Entschlüsselungskey von seinen Festplattendaten bekommt, das hat man halt bei optischen Medien auch nicht so, weil die sind halt write once, read many. Das heißt, da hat die Crypto-Locker-Software quasi gar nicht die Möglichkeit, das zu verändern und zu verschlüsseln. Also du brichst hier eine Lanze für Medieninhalte auf physikalischen Medien konsumieren. Ja. Du liest auch Bücher, oder? Nein. Aber ich glaube, das sind einfach zwei Problematiken, die man trennen kann. Also einerseits konsumiert man die Medien heutzutage oder viele immer über Spotify und diese Geschichten, das heißt online und dann direkt. Aber ist natürlich die Blu-ray oder die DVD nicht das einzige Offline-Medium, wo man Medien davon konsumieren kann. Was man aber sagen kann, das hat trotzdem so den Videomarkt beispielsweise fest in der Hand. Man kann sich die Frage stellen, was gäbe es für Möglichkeiten, sich so Filme oder Musik auf anderen Medien, alternativen Medien überhaupt zu besorgen. Also da war zum Beispiel dieser Blender-Einwurf vom Hop eigentlich gar nicht schlecht, dass man da vielleicht in Zukunft USB-Sticks oder dass man seinen USB-Stick auf irgendeine Datentankstelle, obwohl da hätte man schon wieder ein Timestamp irgendwo hinterlassen und auf sich geträgt. Also ja, stimmt schon. Insofern in dieser Nische hat das vielleicht noch einen kleinen Wink Souveränität drinnen, diese DVD-Geschichte. Aus meiner Sicht ist das aber eine andere Frage, weil die Unterscheidung ist nicht das Medium, die Unterscheidung ist Besitz und Miete. Das ist die große Unterscheidung hier. Zu dem Thema Besitz und Miete. Hugh Hancock, ein schottischer Indie-Filmmacher, der Film Machine immer gemacht hat und so, hat vor ein paar Wochen einen Artikel auf dem Antipop-Blog von Charles Stross veröffentlicht, wo er ausgerechnet hat, wie viel Zeit man verbringen müsste, wenn man nur die besten Sachen konsumiert, die produziert werden in einem Jahr. Also er hat das, glaube ich, ausgerechnet für 2014 und er hat nur genommen alles, was mehr als 8,5 Punkte bzw. 85% Bewertung hat und hat alles genommen, was Science Fiction ist oder vermutlich Science Fiction ist. Es waren dabei Fernsehserien, Filme und Computerspiele. Und wenn man die genaue Zahl weiß ich nicht, aber wenn man nur das konsumieren will, was in 2014 produziert worden ist, dann ist man 42 Jahre lang durchgehend beschäftigt. Und das waren nur die guten Sachen? Und das waren nur die Sachen mit mehr als 85% Bewertung und ähnlichen Dingen. Und da ist jetzt die Frage, ob man wirklich noch was besitzen will. Es gibt aber einen Trick, dass das aber wenn alles im Bookmark ist und der Service ist mal weg, was macht man dann? Das ist halt auch die Frage. Ich bin da dann kommt demnächst was Neues raus, das du noch nie gesehen hast und du schaust es an. Nicht Superfreaks. Hör einfach auf Humble Bundle hunderte Spiele zu kaufen, die du nie spielen willst. Nein, kauf dir ein Spiel, das, wenn du die Zeit hast zu spielen und wenn du fertig bist damit, schmeiß es weg und beim nächsten Mal kauf dir das nächste Spiel. Sehe ich nicht so, ansonsten hätte ich Little Affair noch niemals angespielt und das hat mir eine wunderbare Zeit bereitet. Wieso nicht? Wie soll ich auf neuen Content bekommen? Aber da hätte ich mich aktiv dazu entschließen müssen. Das Humble Bundle hat thematische Zusammenfassungen. Sie haben dich doch überzeugt, dass du das tun sollst.
Naja, sie haben mich schon überzeugt, aber sie bieten, sie sind ja selber keine Plattform und kein Service, das er selber anbietet. Die leiten mich ja weiter bei Steam oder anderen Shops. Das hat der Hugh Hancock auch erwähnt, das ist nämlich auch ein großes Problem, Humble Bundle und diese Sachen. Und da gibt es ja jetzt auch so Gruppen, wo man sich anmelden kann und sagen, ich hätte gern das und das Spiel. Und die informieren einen dann, wenn es es irgendwo im Sale gibt, also verbilligt gibt. Und das ist ein wirkliches Problem für die Produzenten von jeglicher Art von kreativer Arbeit. Weil anstatt, dass du damit rechnen kannst, dass du gleich einen gewissen adäquaten Wert pro Käufer kriegst, musst du damit rechnen, dass deine dein Einkommen viel weiter ausgedehnt ist und viel langsamer anfängt. Also weniger Leute kaufen gleich dein Produkt und vielleicht kaufen über die nächsten Jahre hinweg dann Leute dein Produkt. Mhm. Und das ist zwar prinzipiell kein Problem, ja. Aber momentan mit dem, wie momentan halt gerechnet wird im Business und so weiter, könnte das ein Problem sein. Aber das ist genau das, dass viele Leute nur mehr auf Humble Bundle kaufen und eh schon so viele Sachen in ihrer Bibliothek herumliegen haben, die sie für $5 oder $10 gekauft haben, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, neue Spiele auch nur zu versuchen und dann auch irgendwann einmal aufgeben, die neuen Spiele um die 35, 40, 45 oder mehr Dollar zu kaufen. Mhm. Also die es noch nicht gewohnt sind, teure Spiele zu kaufen, wie die in den 90er Jahren, die vielleicht mal eine Demo irgendwo runtergeladen haben, die Demo ausprobiert haben und anschließend die Vollversion, weil es ihnen gefallen hat zu kaufen. Für 600 Schilling. Oder 100 Mark. Ich habe, glaube ich, kein Spiel für 100 Mark, aber für 80 Mark habe ich durchaus Spiele gekauft. Das ist wahnsinnig viel Geld und heute sind das gerade mal 40 Euro. Inzwischen gibt es für 70 Euro schon erst Spiele zum Teil. Also ja, das ist auch eine Kulturänderung, weil die es nicht gewohnt sind, teure Spiele zu kaufen, in Anführungszeichen teurer, die werden mit Humble Bundle aufwachsen und dann immer denken, boah, ich warte immer darauf. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber gleichzeitig ist es trotzdem etwas Positives. Früher gab es Demos, die gibt es heutzutage nicht mehr. Und die sich es nicht leisten können, die können es dann trotzdem spielen. Also es ist nicht für alle schlecht, für alle Produzenten, weil es gibt immer noch mehr als genug Leute, die das Spiel zum Vollpreis kaufen. Und es geht definitiv keiner daran pleite. Also ich rechne nicht damit, dass es so schnell passiert. Aber irgendwann wird es auf jeden Fall einen Umbruch geben müssen, weil in 10 Jahren spätestens wird es da Probleme geben. Was halt beim digitalen Humble Bundle Laut und so weiter eigentlich nicht gibt, ist halt dieser Secondhand-Markt oder halt diese gebrauchten Spiele. Ich meine, im Fall von Humble Bundle könnten wir ja einfach hergehen und das deren freie Spiel weitergeben. Aber also zum Beispiel bei der PS3 kann man sich halt ein gebrauchtes Spiel, ein bisschen älteres Spiel, um was nicht, 10 Euro oder so kaufen auf eBay. Und wenn man es dann fertig gespielt hat, verkaufen um vielleicht den gleichen Preis oder so mal 5 Euro, dann hat das Spiel im Endeffekt für die Dauer, wo man es gehabt hat, auch nur 5 Euro kostet. Ist aber halt natürlich eine Art von Miete vielleicht. Überhaupt, ihr kennt alle Bibliotheken, also das mit den toten Bäumen und so. Man kann die Medien entleihen, man kann auch mittlerweile Software entleihen, auf DVDs zum Beispiel. Warum gibt es eigentlich nicht so solche Häuser für Entleihen von allem Möglichen? Also größere Häuser. Elektronische Bücher auch in Bibliotheken entleihen. Ja, elektronische Bücher, das ist das Nächste. Aber dazu braucht man ja nicht an einen Ort zu gehen. Also wenn wir an atomare Dinge denken, so wie ich brauche mal einen Kochtopf, der ein bisschen größer ist, warum geht man nicht zu solch einem größeren Leihhaus, wo man das machen kann, wo man auch kochen kann? Gibt es ein jahrhundertaltes Konzept, das heißt Pfandleihe. Ja, aber du kannst dort nicht kochen. Hast du schon mal eine Pfandleihe gekocht? Noch nicht. Aha. Ja, also warum gibt es da nicht größere Häuser mit mehr Angebot und so weiter? Also du willst sozusagen eine 5-Minuten-Küche, also voll eng. Ich will eigentlich ein Haus, wo es generell gibt. Eine Freundin von mir hat gesagt, warum muss ich immer Gepäck herumschleppen mit irgendwelchen Klamotten? Warum gehe ich nicht in etwas größere Stadt und gehe zu dem Haus, wo man so Textilien ausleihen kann? Und bevor ich gehe, gebe ich es halt wieder ab. Oder ich gebe es beim entsprechenden Haus in einer anderen Stadt ab, wo es wieder entliehen wird. Es gibt in Wien Smoking-Verleih, also so Kleiderverleih, speziell für Schwelle. Speziell. Ja. Und es gibt auch Kostümverleih für Fasching und so. Ja, also so Kleider, die du einfach nicht kaufen willst, weil du sie meistens nur einmal trägst. Es gibt auch Brautkleidverleih, falls du nur einmal vorhast zu heiraten.
Das ist wieder ein anderes Konzept. Schade. Brautkleid. Ja, aber warum nicht für allgemeine Dinge? Dass man das über mehrere Städte... Ja. Nein, das ist ein interessantes Konzept. Ja. Sollte man so generelles jetzt, Haus zum hätten Entleihen. Wir jetzt, hätten wir jetzt kapitalistische Adern, würden wir jetzt so eine Geschäftsidee machen, so ein Business, so ein Startup aufziehen. Sven, du, nicht... Schade. Ich möchte das, nein, das, okay. ich du bin möchtest nicht das nur haben. Nein, ich habe diese Idee weitergegeben. Das heißt okay. nicht, dass ich sozusagen der Erfinder der Idee bin, sondern einfach nur generell, es spricht ja die Sache an, Miethäuser im Sinne von Häuser, in denen man etwas mieten kann, was man mitnimmt oder so. Liebe kapitalistische Hörer, Sie hören hier Sven, die personifizierte Nachfrage wartend auf ein Angebot. Nein, ich habe die Idee weitergegeben. Ich bin immer noch ein Softwaremensch und ich möchte ganz gerne auf einem 32 GB USB-Stick alle meine Software und Daten da drauf haben, die ich brauche. Und das Ganze wiegt dann 20 Gramm und das ist auch genug. Und den Rechner entleihen? Ja, den Rechner natürlich. Ich hoffe immer noch auf die Rechner, die so allgemein Purpose sind, wo man einen USB-Stick hineinschiebt und zum Beispiel dann eben ein Knoppix hat, also ein ganzes Betriebssystem da drauf und das startet man und die wenigen Daten, die man braucht, sind auf einer verschlüsselten Partition. Natürlich braucht man nicht dafür einen Rechner mitschleppen, den leiht man vor Ort aus. Atomare Dinge, ja, geht man in ein Webcafé und dann wird man rausgeschmissen, weil man gehackt hat. Naja, nicht ganz. Aber es gibt genügend Leute, die eben einen Rechner haben vor Ort und dann da braucht keine Festplatte drin sein. Nichts, was man irgendwie kaputt spielen kann und ein USB-Stick mit System reicht vollkommen aus, um das zu benutzen. Gibt es schon die Möglichkeit, Software zu leihen, aber halt die Möglichkeit ist dann in der Cloud und das Problem ist halt, dass dann auch deine Daten in der Cloud sind. Ja? Was du wahrscheinlich haben magst, ist was, wenn man die Software leiht, dann sie irgendwie lokal ausführen lassen kann, sie die Daten lokal hat. Oder also wenn ich mir mein System aus der Cloud hole, dann weiß ich, dass die Daten geklaut werden, richtig? Dann, ich nehme mein eigenes System mit auf einem lokalen Träger. Nein, keine DVD, sondern einen USB-Stick. Und lasse das dann ausführen und die lokalen Daten habe ich dabei. Und ich habe alles erstmal lokal. Was ich dann noch mit einem Online-Verbindung mache und was ich durch die Gegend schicke, geht natürlich getreu des Mottos erst verschlüsseln, dann versenden. Und alle Leute, die sich ihr System aus der Cloud holen oder geben lassen, denen muss man wohl sagen, dass sie nicht unbedingt darauf vertrauen können, dass das sicher ist. Liebe Hörer, wenn Ihnen dieses Argument vom Sven nicht einleuchtend genug war, denken Sie daran, er hat eine rote Zipfelmütze auf. Jetzt nicht mehr. Aber die Cloud ist ja auch nichts anderes als geleihte Rechner. Also... um dein Konzept weiterzuführen, was hast du gegen die Cloud? Weil ich habe nichts dagegen, sie ist nur nicht sicher und außerdem haben wir nicht die Bandbreite. Und wenn du irgendwo mal hingehst und musst nicht nach Afrika gehen, sondern einfach nur nach nebenan und dort gibt es keinen Glasfiber, dann hast du eventuell eine Geschwindigkeit, die du nicht magst. Und bis dein System aus der Cloud runtergeladen ist, damit du es endlich benutzen kannst, musst du halt Stunden warten. Und das finde ich nicht so der Hit. Also Bandbreite ist immer das Problem. Wenn ich genügend und beliebig viel Bandbreite habe, wozu nehme ich dann überhaupt noch einen Rechner mit? Ja, das stellt sich die Frage. Und im Wesentlichen kann ich auch mein eigenes System zusammenstöpseln und irgendwo hosten und einfach von dort runterladen. Und ich kann es auch noch verifizieren, dass es wirklich meins ist. Dann ginge das. Aber solange Bandbreite ein Problem ist, haben wir ein Problem. Aber es wird halt selbst dann sein, wenn die Bandbreite schnell genug ist, dass dann der lokale Speicher noch viel, viel schneller ist und noch viel, viel mehr passt. Und dann haben wir halt vielleicht... hier ist gerade sehr viel Verkehr. In beiden Richtungen. Ich glaube, den Horst müssen wir uns dann ausbilden als Kreuzungstechniker. worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass es, selbst wenn die Bandbreite dann passt, dann sind einfach unsere Requirements wahrscheinlich gestiegen. Ja? Dann hast du halt nicht mehr HD-Filme, sondern 4K-Filme oder was auch immer der neue heiße. Darf man Scheiß sagen? Ja, als Abschluss. Der neue heiße Scheiß ist Abschlusspunkt. Dankeschön, Thomas. Ich wollte noch dazu hinzufügen, erstens, in den 2000er Jahren gab es schon bereits Services, wo man das komplette Betriebssystem aus dem Internet booten konnte. Das heißt, man hat zu Hause nur eine Diskette gehabt, rein damit und hat von der Diskette gebootet. Und dann hat man von der Diskette, die Diskette hat sich mit dem Internet verbunden, da war ein Linux drauf, und hat dann das komplette Betriebssystem aus dem Internet per NFS oder ich weiß gar nicht mehr, was die verwendet FTP. Haben.
FTP dann darüber geladen. Das heißt also, nur die Dateien, die man benötigt hat, die wurden geladen. Das könnten durchaus mal Gigabyte sein. Und wenn wieder Dateien benötigt worden sind, die lokal nicht mehr im Cache drin waren, musste er sie neu laden. Und zu dem Thema Hardware leihen, oh je, ich glaube, das würde ich niemals wollen, weil kann ich dieser Hardware vertrauen? Welche Hardware kann man überhaupt vertrauen? Da wären wir dann wieder beim Thema Open Hardware. Kannst du gekaufte Hardware vertrauen? Ja. Trust hast du trust. Überhaupt Hardware, die Liebe, du selber gemacht hast? Wer hat Alufolie? Liebe Nerds, darf ich einen Themenwechsel vorschlagen? Weg von den wir digitalen Wir haben Gäste auch hier, die noch nie da waren, die vielleicht auch einmal reden wollen, bevor sie uns stehend einschlafen. Nora, darf ich an dich übergeben? Du warst gestern beim Hauptbahnhof. Ja, das ist richtig. Ich habe bisher halt so in den Nachrichten das Thema Flüchtlinge verfolgt. Dem kommt man ja nicht aus, das wird ja sehr breit berichtet. Und es war aber irgendwie recht weit weg für mich. Und Sonntagabend habe ich mit einer Freundin telefoniert, die erzählt hat, dass sie das Wochenende verbracht hat am Hauptbahnhof und dort geholfen hat. Und erzählt hat, dass das so arg ist, wenn man wirklich dann mit Leuten zu tun hat, dass einen das plötzlich so persönlich berührt, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Sie hat erzählt, dass sie unter anderem gebeten wurden, ein Paar aus Syrien in den zweiten Bezirk zu führen, was sie tun konnten, weil sie ein Auto zur Verfügung hatten. Und hat dann erzählt, dass sie, die Frau ist im 9. Monat schwanger gewesen und sie haben das Paar hinübergeführt und haben dann eine Liftfahrt noch gehabt, hinauf in den 5. Stock. Und sie stehen im Lift, der Mann, die Frau, die Freundin. Im Lift ist ein Spiegel und sie merkt, wie die zwei sich in den Spiegel schauen und dabei verfallen. Denen war in dieser Minute offenbar erst aufgefallen oder bewusst geworden, wie die Flucht sie gezeichnet hat und wie sie sich selbst offenbar selbst schockiert waren von ihrem eigenen Bild. Und wir sind dann gestern zum Hauptbahnhof gefahren mit einem Großeinkauf und mir ist das dann genauso gegangen. Also es ist irgendwie ganz seltsam, man kann so viel hören, wie man will und man kann es irgendwie sich absentieren davon emotional, aber wenn man dann dort ist, das ist irgendwie ganz seltsam und haben dann, ja, jetzt sind wir dabei zu überlegen, was wir tun können und haben so unsere Pläne geschmiedet fürs nächste Wochenende. Und das ist etwas, was mich eigentlich total schockiert, dass mir das jetzt selber passiert ist, dass ich über Wochen hier ganz in der Nähe von einer wirklich ganz krassen Situation, menschlich krassen Situation lebe und das auch weiß und jemand ist, der mitfühlend ist und hilfsbereit ist und es hat mich aber nicht erreicht bis gestern. Also du machst dir Vorwürfe, dass du noch nicht dort warst, früher schon? Naja, Vorwürfe ist fast gar nicht das Richtige, sondern das, was mich so schockiert ist, zu erleben, dass mir das selber passiert, dass ich einfach nicht, dass mich ein Thema nicht erreicht, obwohl ich sozusagen im Kopf weiß, es trotzdem nicht wirklich, ich registriere, dass das jetzt hier chronologisch neben mir passiert. Und es ist mir vorhin ein bisschen so die Parallele aufgefallen, die zwar eine in vielerlei Hinsicht ganz andere ist, aber in einer bestimmten Hinsicht eben vergleichbar ist, nämlich zur Nazizeit, wo hier in Wien die schlimmsten Dinge passiert sind und ganz viele Leute weitergelebt haben, als wäre nichts geschehen und rechts, links die Scheuklappen drauf gehabt haben. Und das, was ich jetzt erlebt habe, ist, dass ich an mir selber gemerkt habe, wie leicht man das machen kann. Das ist, natürlich passieren keine Gräuel vor unseren Augen und es wird auch nicht so dieses krasse Unrecht natürlich
gesetzt, wie das in der Nazizeit war. Insofern ist es gar nicht zu vergleichen, aber doch zu vergleichen ist es, dass man so nah an dieser grauenhaften menschlichen Situation ist und eigentlich auch so tun könnte, als würde das gar nicht existieren und als wäre das ein Paralleluniversum. Und das ist sehr, sehr erschütternd für mich eigentlich, das zu erleben. Und ich freue mich aufs nächste Wochenende und auf die Vorbereitungen, die ich heute schon begonnen habe. Und ja, und das ist eigentlich irgendwie letztlich insgesamt ein tolles Erlebnis. Woher weißt du, was du einkaufen musst? Oder hast du dich davor wo speziell informiert? Ja, es gibt auf Facebook Listen, wo genau aufgelistet ist, was sinnvoll ist zu spenden und was man bleiben lassen soll, was nicht gebraucht wird, weil sie schon genug haben oder weil es einfach nicht passt, weil es an den Bedürfnissen der Leute vorbeigeht. Und das, was jetzt der Freundin eingefallen ist, die in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Wohnung hat, ist, die Leute kommen und sind über Wochen in katastrophal hygienischen Umständen. Man merkt das auch, wenn man hinkommt, die Leute sind schmutzig, es stinkt, sie stinken, ja, klar. Wenn du dich wochenlang nicht waschen kannst, dann ist das so. Du kannst dir nicht einmal am Hauptbahnhof Zähne putzen, weil es gibt keine Waschbecken. Das heißt, man kann nicht einmal irgendwelche Großportionen Duschgel und so weiter bringen, weil die Leute nicht duschen können. Mhm. Die Klos, die es dort gibt, das sind so Fixklos, die grauslich sind, ja, die zwar geputzt werden, aber man kann sich vorstellen, wie das ist. Ich meine, das hält man aus für ein Festival irgendwo an einem Wochenende, da kommt man verdreckt nach Hause und legt sich in die Badewanne und wird wieder ein Mensch. Und den Flüchtlingen geht es halt so, dass die über Wochen hin sich nicht waschen können, ihre Kleidung nicht waschen können. Das neben den grauenhaften Erlebnissen, die die haben. Mhm. Und ihre Idee war jetzt zu sagen, sie holt Leute, wir holen Familien, haben wir jetzt gesagt, zu ihr nach Hause, versorgen die mit den nötigen Dingen für eine Körperpflege, geben ihnen ein Essen und waschen währenddessen die Kleidung, trocknen sie, können sich wieder anziehen und können in rasierten, haaregewaschenen, sauberen Zustand wieder sich weiter auf ihren Weg machen, dorthin, wo sie halt hinwollen. Also wie ein Duschservice. Festivals gibt es das ja manchmal. Ja, ein erweitertes, würde ich sagen. Also, dass auch eben Familien mit Kindern da kommen können, weil eine Flucht mit Kindern, wenn jeder, wer mit Kindern einmal auf Urlaub gefahren ist, weil, kann das irgendwie ermessen, wie grauenhaft das sein muss. Mhm. Und Kinder sind innerhalb von wenigen Stunden völlig verdreckt, insbesondere wenn sie noch Windeln tragen, und das ist einfach unvorstellbar. Und das ist sozusagen jetzt eine Nische eigentlich, die nicht wirklich abgedeckt ist. Und da haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Und das heißt, jemand, der jetzt keine Wohnung zur Verfügung stellen kann, kann zumindest eine Dusche zur Verfügung stellen. Ja, ganz genau. Und dort eben vorsorgen dafür, dass Seife, Shampoo, Balsam, Nagelschere, Wattestäbchen vorhanden sind, eine neue Zahnbürste. Mhm. Es werden nämlich auch zum Beispiel gebrauchte Zahnbürsten abgegeben, gespendet. Gebrauchte. Ja. Mhm. Aber dass man sie mit diesen Basics versorgt und ihnen dann ein Backerl mitgibt mit kleinen Portionen von Zahnpasta, einer frischen Zahnbürste und so weiter, sodass sie für die nächsten Tage versorgt sind, weil was eine ganz weit verbreitete Situation ist, die haben alles verloren. Die werden irgendwo in Ungarn oder sonst wo, verlieren die ein Gepäckstück. Sie können froh sein, wenn sie nicht irgendwo ein Kind verlieren, weil in dem Chaos, das da herrscht, kann auch das passieren. Aber die haben oft nicht mal einen Rucksack. Und es ist oft nicht mal, also man tut ihnen nicht einmal was Gutes, wenn man ihnen jetzt irgendwie einen kleinen Koffer und irgendwie ein Gepäckstück besorgt, weil es sein kann, dass bei der nächsten, unter Anführungszeichen, Verladesituation diese Dinge einfach verloren gehen. Und das dürfte so brutal ablaufen, dass die wirklich ihre Habseligkeiten verlieren. Und insofern ist es gut, wenn man eher vielen kleine, aktuelle Bedarf spendet und erfüllt.
und darauf hofft, dass das wie ein Staffellauf ist, dass überall Helfer sind, die ein, zwei Tage überbrücken mit den Dingen, die sie brauchen, im Sinne von, was wir vorhin gesprochen haben, eher diese Mietsituation und nicht die Eigentumssituation und dass sie auf ihrem Weg, wohin sie halt wollen, auf ihrer Flucht nach Deutschland oder noch weiter irgendwo in den Norden hinauf, jeweils Leute finden, die ihnen da drüber helfen über die nächsten Stufen. Ja, wir schweigen jetzt alle, sehr beeindruckt, haben wir noch nie gehabt beim Bierdacher-Podcast. Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, du plädierst dafür sozusagen auf den Facebook-Seiten schauen, was kann man selber machen und selber hingehen, um auch motiviert zu werden, um selber mitzumachen. Ja, unbedingt. Was mich auch so erstaunt ist, wie viel Spaß es macht. Mhm. Das muss ich wirklich sagen, das ist so arg, wenn einen jetzt irgendjemand anhaut und sagt, geh, spend was oder so, das freut einen nicht so richtig. Aber wenn du mal dort warst und das siehst, irgendwie bei manchen Leuten, da springt was an und dann macht es wirklich Spaß. Ja, materielle Hilfe ist natürlich wichtig. Es gibt auch diese ein bisschen immaterielle Hilfe, die ich sehe, und zwar Kommunikation. Also die Menschen wollen ja nicht nur weiter, sie wollen immer noch, sie hinterlassen Familie, Freunde und alles und sollen mit denen kommunizieren. Und an dieser Stelle hilft Funkfeuer. Und ich habe jetzt gesehen, in Graz eben einer, der im Realraum, im Hackerspace dort ist, der Christian, der hilft, indem er einen Access Point macht, damit WLAN-Verbindung da vorhanden ist, wo die Leute eben sozusagen umgeladen werden oder erst einmal Zwischenstationen haben. Und ja, mich freut das sehr zu sehen, dass das passiert. Passiert anscheinend auch in Berlin, dort heißt es dann Freifunk. Es gibt mittlerweile ein paar Artikel darüber, vielleicht sollten wir die mal verlinken. Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn noch mehr Bandbreite an der Stelle zur Verfügung gestellt werden kann. Vielleicht ist das eine der Maßnahmen, die vielleicht getroffen werden können, dass es heißt, die größeren Telekoms stellen Bandbreite zur Verfügung. Lokal wird vielleicht geholfen, indem eben Freifunk und Funkfeuer Access Point ausstellt. Das wäre gar nicht mal schlecht. Ich spreche natürlich auch das Thema an, dass die Leute mit Handys kommen. Immer wieder heißt es ja, warum haben die Handys? Na, weil das die Möglichkeit ist zum Kommunizieren. Und glücklicherweise haben wir das mittlerweile. Und es kursierte auch über Facebook, wie ich gesehen habe, dieses eine Ding, eine Lehrerin soll das, den Test gemacht haben mit ihren Schülern. Bitte stellt mal zusammen in einem Sackerl, was ihr mitnehmen würdet. Wenn ihr fliehen müsst. Wenn ihr fliehen müsst, Entschuldigung, genau. Und alles Mögliche war eben dabei, mehr oder weniger, aber eins scheint überall dabei gewesen zu sein, das war das Handy. Und genau das würde ich auch mitnehmen. Also warum nicht auch jeder andere? Man darf das erwarten und es ist auch gut so, dass die darüber kommunizieren können, letztendlich. Also ich finde das ist zu unterstützen, die Kommunikation, und ich hoffe eben, dass mehr Leute mitmachen. Danke fürs Zuhören. Da finde ich, gibt es irgendwie eine ganz nette Brücke von dem, was ich da erlebt habe, zu euch, Nerds. Weil ich den Eindruck habe, dass nicht wirklich versorgt wird, dieser Punkt, dass viele Leute kommen, deren Handys hier nicht mehr funktionieren. Und viele Leute, wie ich zum Beispiel, haben keinen blassen Tau, wie man welche Probleme die da haben und wie man diese Probleme löst. Und mir würde da sofort einfallen an jemanden Technikaffinen, dass der vielleicht sich dort mal einbringen könnte, ein paar Stunden, und entweder den Helfern dort vor Ort oder auch selber den Betroffenen sagt, wie sie am kostengünstigsten wieder eine Möglichkeit haben, mit ihrer Hardware, die sie da mit haben, zu kommunizieren. Das war auch eines der Probleme dieses Paares, von dem ich gerade erzählt habe, dass die zwar ein Handy mit hatten, aber das nicht mehr funktioniert hat, weil
weiß ich nicht. Mhm. Ja. Und das war ein drängendes Problem für sie, weil die haben auf der Flucht Mutter und Bruder in Ungarn, irgendwo sind sie getrennt worden. Und das ist neben diesen unmittelbaren körperlichen Bedürfnissen das Zweitwichtigste, dass die kommunizieren können mit ihren Angehörigen, den Leuten, die ihnen wichtig sind. Und da sind sie chancenlos, weil die können nicht weg vom Hauptbahnhof, die dürften ja eigentlich gar nicht hier sein, die können nicht schneller mal irgendwo in den nächsten Handyshop, weil sie die Sprache nicht können, weil sie es nicht wissen, wie es geht, weil sie auch teilweise paralysiert sind. Also da könntet ihr Leuten einen großen Gefallen tun. Also spontan fällt mir ein, wahrscheinlich hingehen und einen Hotspot aufmachen, ne? Dass zumindest die Leute ins Internet kommen, die Smartphones haben. Die Smartphones haben, ja. Oder halt Smartphone herbeugen. Ja. Ja, sonst glaube ich, Hashtag ist glaube ich Train of Hope immer noch, oder? Also wenn man im Internet sucht nach dem, wo sich die Gruppen organisieren, glaube ich Train of Hope oder March of Hope. Da findet man das. Technischen Details. Ob soll ich was Erfreulicheres erzählen, oder? Wieso? Ja, du schon. Da. Ich hab, der schaut immer so. Okay. Ich habe vielleicht ein klein bisschen schöneres Thema, aber es hat damit auch zu tun. Ich war jetzt hier gerade in Hamburg am Sonntag und am Montag und wir hatten schon am Freitag auf der Hinreise woanders hin mitbekommen, dass da Ausschreitungen waren, sodass die Züge in Hamburg gar nicht fahren durften. Also die Züge standen in Hamburg oder davor und fuhren nicht weiter, weil die Rechten und ich glaube auch die Linken aufeinander sind. Also es gab Demonstrationen. Wir haben am Sonntag dann, als wir wieder nach Hamburg kamen, das dann mehr oder weniger auch mitbekommen. Wir haben zwar nicht einen einzigen Demonstranten gesehen, aber wir haben die Polizei gesehen. Wir haben einen Polizisten gefragt nach dem Weg und er meinte, da sollten Sie auf keinen Fall jetzt hingehen. Und das war eigentlich unser Hotel. Das war auf der, ja, Moment, ich weiß jetzt nicht, wo Norden und Süden ist, ich hatte keinen Kompass mit. Auf jeden Fall direkt am Bahnhof, direkt daneben ist so ein Viertel, wo es heißt, da wird mit Drogen gedealt und solche Sachen. Und dort mussten auch Demonstranten in der Nähe gewesen sein. Als wir dann im Hotel angekommen sind, wir waren wirklich nur um die Ecke sozusagen. Die Polizisten haben uns zwar gesagt, wir auf keinen Fall hingehen, wir sind aber trotzdem hingegangen. Es war eigentlich ganz friedlich, es war nichts. Wir waren dann im Hotelzimmer und haben das Fenster aufgemacht. Ich habe dann eine Samba-Gruppe in weiter Entfernung gehört und wusste, dass es Samba Attack gibt. Das ist so eine Gruppe über, ich glaube sogar weltweit, die Samba für den Frieden spielen. Das sind verschiedene Samba-Gruppen mehr oder weniger, aber die gehören alle zusammen. Ich glaube daher, dass dann von unserem Fenster aus gesehen auf der linken Seite die ganzen Demonstranten der linken Ecke waren und von uns aus gesehen auf der rechten Seite die Rechten. Wir haben auch die Vermutung, weil wir in weiter Entfernung einen Bus gesehen haben, der gerade dort fuhr. Aber komischerweise, obwohl wir direkt am Bahnhof waren, wir haben keine Demonstranten gesehen, weder von rechts noch von links. Was jetzt aber wirklich das Bombastischste war, die Polizei. Die hatten ein Aufgebot. Wir haben große Wagen gesehen, die so futuristisch aussahen, dass man sich dachte, boah, können die vielleicht sogar fliegen? Es stand dann HH4 und HH5 drauf. Es handelte sich dabei um die Wasserwerfer. Also das sind Wagen, ich habe die noch nie selber gesehen. Das war das erste Mal. Ich habe noch nie einen Wasserwerfer gesehen. Ja. Ich war wohl anscheinend noch nie auf den richtigen Demonstrationen. Ich habe auch noch alle beide Augen. Also die standen dort nur und überall Polizei. Es war wirklich so viel Polizei. Dafür, dass da gar nichts war, habe ich noch nie gesehen. Ich habe zwar schon große Aufgebote bei einer großen Demonstration gesehen, wo 100 Studenten waren. Da war die Polizei mit 1000 Mann da. Aber dafür, dass da gar nichts los war, war da verdammt viel
Polizei. Später dann sind wir an der Binnenalster gewesen und saßen dort einfach nur im Café und haben die ganze Zeit von rechts, von links, von hinten, von vorne überall Sirenen gehört. Also wir haben gesehen Polizeiautos und Krankenwagen. Also da scheint was Ärgeres passiert zu sein. Also jede Menge Krankenwagen und Polizei sind herumgefahren. Und auch diese großen Wasserwerfer sind mit 80 km/h durch die Stadt gebrettert. Also da muss irgendwas gewesen sein. Wir wissen leider nicht was, wir haben nur was mitbekommen am Rande durch die Polizei und das ist schon beachtlich, wenn man durch die Polizei an sich, durch die Aktionen, die die durchführen, viel mitbekommt und keinen einzigen Demonstranten gesehen hat, höchstens gehört. Jo, kleines Stimmungstief. So. Dabei hattest du angekündigt, was Schöneres zu erzählen. Es war ein bisschen schöner, nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es wunderschön ist. Ich hätte auch ein schönes Thema. Das wäre aber dann totaler Wechsel. Lass mich kurz eins reintun, nur ganz kurz. Im Anhang an diesem Podcast hören Sie ein 10-Minuten-Interview, das ich mit meiner Schwester gemacht habe am Streetlife Festival. Und zwar geht es darum, dass ein Teil der Maria-Hilfer-Straße, genau, die Babenberger Straße wurde vom Autoverkehr gesperrt und da waren dann halt so Buden aufgebaut und Jongleure und sozusagen, es wurde gezeigt, was man mit einer Straße machen kann, wenn man sie nicht dem Verkehr übergibt, und sie war da bei der Organisation beteiligt und was sie in dem Interview sagt, das verrate ich jetzt nicht, ist eigentlich, wer die Hauptzielgruppe von dem Streetlife-Festival war. Einfach nachher anhören, der Gregor wird das hinten dran schneiden. Habt ihr schon den neuen Mad Max gesehen? Ach, ja, aber noch nicht besprochen, oder? Ich habe heute einen Podcast witzigerweise gehört über Mad Max. Ist jetzt ein Spiel rausgekommen. Soll aber mit dem Spiel nicht allzu viel zu tun haben, hat mich jetzt nicht so gereizt. Ja, noch näher ran ans Mikro. Und lauter. Also lauter, wenn du näher rangehst und noch leiser wirst, dann hast du denselben Effekt. Wir sind hier ein Haufen von guten Toningenieuren. Wir werden das schon über die Bühne bringen. Ja. Soll ich ein bisschen was erzählen über die Biennale? Oder später? Ja. Na dann, hau rein. Nein, ich wollte, Nora musste schon gehen, oder sonst nein, nein. Im Garten noch was sagen. Okay, ja, du noch. Ja. Biennale, du warst Biennale. In Italien. Ich war in Italien, ja genau, am Jesolo. Und da ist ja Venedig nicht weit, da fährt man eine Dreiviertelstunde mit der Fähre rüber. Sind wir gleich mal an der falschen Station angedockt und mussten dann mit den öffentlichen Fähren, die am Ufer entlang können, weiter transportieren, uns dann zum Park bringen lassen, wo das Ganze stattfindet. Hast du etwas Venedig Skyline gesehen? Ja, richtig. Aber viel mehr habe ich wirklich nicht gesehen, weil wir waren eigentlich hauptsächlich auf dem Ausstellungsgelände von der Biennale. Mhm. Und das findet alles in einem riesig großen Park statt. Und das Konzept ist so, dass die verschiedenen Länder jeweils einen Pavillon dort haben und dann ein Land eine Ausstellung in diesem Landespavillon dann bestellt. Ja. Und wir waren jetzt so in einer kleinen Reisegruppe mit Kind, das war, kann man schon vielleicht mal von vornherein sagen, dass es vielleicht... das ganze Setting, dass es in einem Park stattfindet, dass da drinnen auch einige Cafés sind, die selbst auch künstlerisch hergerichtet sind, macht das Ganze vielleicht ganz gut verträglich mit Kindern zu besuchen, weil man eben nicht nur in einen großen Kunstkobel hineinkommt und dann wieder ausgespuckt wird, sondern auch sich zwischendurch dort ein bisschen verlaufen kann und ein bisschen ausrasten kann. Und ja, was habe ich gesehen? Verschiedene Pavillons. Ich werde vielleicht mal die stärksten, oder fangen wir mal mit Österreich an, das war meine größte Enttäuschung. Österreich hat, bin ich reingelatscht und war sehr erstaunt, weil da war mal gar nichts drinnen, das ersichtlich war. Und das Konzept dahinter war, dass sie in diesem Pavillon einen schwarzen Fußboden eingezogen haben und eine schwarze Decke und ein paar Bänke reingesteckt haben. Und das war die Fundamentalkritik an die Ausstellungslage aus dem Jahr 1938, wo es auch keine Ausstellung gegeben hat. Und hat für mich allerdings nicht funktioniert. Ich wurde da, was für mich untypisch spielt, war ich schon ein bisschen sehr enttäuscht. Ja. Sie haben gerade noch so dann im Gartenwinkel dieses Pavillons dann noch so Räucherstäbchen angezündet, damit man dann dort nachdenken kann über diese Zeit. Fand ich schwierig, weiß ich nicht, bisschen... keine Ahnung. Ja. Aber was mir sehr gut gefallen hat, beispielsweise, was kann ich sagen, geschmackssicher waren zum Beispiel die Koreaner. Man muss dazu sagen, ich glaube, das Motto war,
The World's oder all World's Future. Und es ging um Raum, Zukunftsvision und solche Sachen. Die Koreaner haben eigentlich ausschließlich so Videoprojektionen gebracht, also auf verschiedenen Oberflächen. Also teilweise hat man durch so eine transparente Kuppel durchgeschaut, teilweise war das so auf einer Leinwand präsentiert. Und das, was sie gezeigt haben, war vielleicht nicht das Innovativste, aber es war halt ästhetisch so super hübsch gemacht. Man hat nämlich gesehen, so eine Koreanerin in einem so typischen Science-Fiction-Pyjama in weiß, und die hat halt so in Minority Report-esken User-Interfaces Flächen erscheinen lassen. Und man hat sie halt gesehen, wie sie zum Beispiel, sie hat in so einem Art Raumschiff gewohnt, und man hat sie eben aus verschiedenen Blickrichtungen beobachten können, eben auf diesen verschiedenen Videoprojektionen. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Gut hat mir auch gefallen Finnland. Es hat nur ein einziges Exponat gehabt, das war eine Schwarz-Weiß-Loop eines sumpfigen Baumes. Und davor war sehr viel Mulch aufgeschichtet. Klingt jetzt nicht so toll, aber es hat durch... Sie haben einen Baumstumpf ausgestellt, oder was? Naja, sie haben am Rindermulde davor ausgelegt. Das ist einen modrigen Geruch gehabt. Aber ansonsten nur ein Filmloop eines schwarz-weiß aufgenommenen Sumpfgebietes. Ein Film von einem Baumstumpf und davor Rinden ausgestellt? Nicht ein Baumstumpf, es war ein Sumpfbaum, ein lebendiger Baum. Und da sind Insekten rausgestrahlt. Wie gesagt, das ist schwierig, hat aber so einen unangenehmen Horrorfilmcharakter gehabt. Okay, ja. Ein Pavillon, wo das mitreißende Kind schnell durchgewunken wurde, nachdem man drei Schritte gegeben hat, war England. Die waren eher bummelwitzig. Der hat nämlich fast ausschließlich Exponate von weiblichen und männlichen Unterhälften, Körperunterhälften in Gips. Und der Gag war, dass entweder bei den männlichen Unterhälften ist aus dem Hinterteil eine Zigarette rausgestanden und eben bei weiblichen Unterteilen aus der Vagina eine Zigarette rausgestanden. Wie gesagt, da musste man das Kind schnell wieder mal rausführen, damit das, ja, genau. Und die waren aus Gips oder wie? Die waren aus Gips, ja. Mhm. Ja. Die Franzosen waren relativ ruhig. Die hatten zwei Bäume ausgestellt vor ihrem Pavillon, wo das Erdreich mit unten auch dabei war. Mhm. Und darunter noch so unsichtbar versteckt Rollen. Und die haben sich so ganz leicht auf dich zubewegt, wenn du hingegangen bist. Also ein französischer Baum auf dich zugerollt. Ja, richtig, genau. Aber nur so ganz, also nicht bedrohlich, sondern nur so ein ganz wenig. Und der Pavillon selber war leer. Und da war, das fand ich dann nicht mehr so prall, eher so eine Meditationsmusik und ansonsten. Sonst nichts. Es gibt einen Pavillon, da beißen sich die Leute, die Künstler, jedes Jahr die Zähne aus. Das ist der Deutsche. Das stammt ja noch aus alten Zeiten. Da steht auch Germania drauf und ist so ein Nazi-Bau, kann man so sagen. Da war es diesmal aber sehr interessant, wie sie das Ganze genutzt haben, das Gebäude, weil sie haben den Haupteingang zugemauert. Man konnte nur durch einen Seiteneingang rein, und der eigentlich ansonsten, schätze ich mal, nur für Angestellte offen ist. Und sie haben oben eine Zwischendecke eingezogen, und oben war eine Fotoausstellung, die relativ politisch war, die auch Migration, Flüchtlingsproblematik angesprochen hat. Und dann bist du runtergegangen, und da kann man sich streiten. Mir hat das schon gefallen, das war ein komplett dunkler Raum und durchzogen durch so blaue Leuchtstreifen. Also hat so eine Tron-Ästhetik gehabt. Mhm. Davor so Sonnenliegestühle. Und du hast dir auch einen Videostreifen angeschaut, den sie produziert haben, der so ein bisschen... Es waren halt so eine Künstlergruppe mit verschiedenen Abschnitten. Sie haben unten immer so die Achievements eingeblendet. Es hatte so eine Spielästhetik und schwer zu... Also zwischen Effektheischerei, aber man ist dann doch irgendwie stehen geblieben dabei. Also das... Im Liegestuhl hat man liegen dürfen? Im Liegestuhl hat man liegen dürfen und sich das anschauen können. Und da hat es halt zwischendurch politische, also da zum Beispiel so ein Schauspielender, also hat einen Politiker gespielt, der gemeint hat, ja, das ist Demokratie, ich darf euch erzählen und ihr müsst zuhören. Und so auf diese Weise halt auch noch so ein bisschen Politikkritik vermittelt. Aber dann zwischen sind auch verrückte japanische Animationen durchgesprungen. Also wie gesagt, Zwischeneffektheischerei und man weiß nicht. Was mich auch noch sehr begeistert hat, etwas, was ich gar nicht als Ausstellungspavillon erkannt habe am Anfang, weil daneben auch so ein Café war Kanada. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Laden, wo man sich jetzt auch irgendwie Eis kaufen kann, weil es ausgesehen hat, als wäre da so ein kleiner Foodstore
mitten drinnen. Und dann ist man reingegangen und da waren halt amerikanisch, englisch, kanadische, ich schätze mal kanadische Produkte in den Regalen. Und am Anfang hast du dir gedacht, okay, ja, auch die Aufpasserin ist hinter der Kasse gesessen, noch nichts Ungewöhnliches. Und du blickst dich um und auf einmal musstest du dir die Augen reiben, weil irgendwie hat etwas nicht gepasst. Und sie haben das halt einfach eins zu eins so hergerichtet, aber haben alle Etiketten von den Produkten so ausgetauscht, dass es unscharf war. Und das hatte einen ziemlichen Effekt. Also wenn man reingekommen ist, das war, erstens hat man es zuerst nicht gecheckt und dann war einem so leicht. Hast du dich alt gefühlt? Ja, genau. Es war, das war ein gutes, war ein guter Pavillon. Ja. Und, ja. Also kapiere ich das richtig? Jeder Pavillon hat eher wenig Kunstwerke ausgestellt. Das ist nicht so, dass ich da so... Ganz unterschiedlich. Also die ersten waren zum Beispiel Spanien und Italien natürlich. Als Gastgeber immer einen ganz großen Pavillon. Und da gab es dann schon sehr viele verschiedene zusammengemixte Kunstwerke, wo innerhalb eines Pavillons auch zwischen Fotografie, Video, Objektkunst dann gewechselt wurde. Ja. Und ich habe zuerst Spanien und Italien gesehen, deswegen muss ich sagen, weiß ich nicht, wie ich mir gefallen habe, oder musste ich mich erst ein bisschen eingrooven auf das Ganze. Aber was mir einfach gut gefallen hat, dass es eben in diesen Park eingebettet hat und dass es einfach eine sehr angenehme Form ist, sich das dem zu widmen und dass auch die Cafés selber einfach auch sehr so krass hergerichtet sind, dass man da, das ist doch eine runde Geschichte. Es gibt ja, es ist nicht nur dieser Park, es gibt auch noch ein zweites Gelände von der Biennale, das man separat dann auch besuchen kann. Ich glaube, das ist aber in einer Halle. Das habe ich dann nicht mehr geschafft und auch ich hätte jetzt dort auch noch mehr machen können. Ja. Was auch bedrückend war, einer der letzten Sachen, die wir uns angeschaut haben, war Russland. Was war dort? Ja, unten, das habe ich nicht verstanden, das waren, glaube ich, alte russische Politiker auf Videoprojektionen. Ich tue mir auch ein bisschen schwer immer mit Videoprojektionen. Mich reißt das immer eher raus. Fotografie und Videoprojektionen sind immer bei mir so... Aber im zweiten Stock hatten sie ein Exponat, das zumindest eine Wirkung auf mich ausgeübt hat. Und das war eine riesig große, überlebensgroße Fliegermaske, die ist aber in Stoff nachgebaut war. Also es war so, keine Ahnung, also aus weicher Stoff. Und innerhalb dieser Maske, in dieser Schutzvorrichtung, hat man gesehen die Augen eben des vermeintlichen Piloten und das aber auch als Videoprojektion. Also es hat sich ein riesengroßer Pilot angstverzerrt angeschaut. Okay. Fand ich dann wieder dann überraschend gut. Ja. Russland weiß man ja nicht. Genau. Es waren keine so halbnackten Putin-Statuen. Ja, genau. Ja, richtig. Das war ja die... War nicht. Ja. Gärten. Also Sie hören im Anschluss an diesen Podcast eine halbe Stunde den Vereinsobmann Robert vom Gemeinschaftsgarten Donaukanal und davor circa 5 Minuten Vereinsmitglied Monika, die ich vor Ort interviewt habe. Aber wir haben jetzt hier auch die Nora da und wir stehen hier vor einem anderen Gemeinschaftsgarten, nämlich in der Nähe vom alten AKH vom Kugelhub, vom ehemaligen Irrenhaus Wiens. Und ja, wir sehen hier einen Zaun. Nora, kannst du uns da vielleicht erklären, was wir hier sehen? Was wir hier sehen, ist ein Garten, der entlang geht an einer alten Ziegelmauer, liegt sehr idyllisch. Die Mauer ist teilweise bewachsen von Kletterpflanzen. Es ist ein recht ordentliches Erscheinungsbild mit einem einheitlichen Beet, das offenbar gemeinsam den Leuten hier zur Verfügung steht. Das sind Hochbeete, oder? Das sind Hochbeete aus Holz, die befüllt sind, sodass man sich bei der Bearbeitung nicht bücken muss und zugleich auch eben die Problematik vom Boden her in der Stadt mit Verunreinigungen und Müll und so weiter behoben ist. Das, was auffällt als Unterscheidungsmerkmal, ist, dass hier ein Zaun besteht. Das ist sehr unterschiedlich bei den Gemeinschaftsgärten, teilweise mit, teilweise ohne Zaun. Ganz klar, der Zaun ist ein Schutz, aber sperrt natürlich auch aus. Und das ist halt so eigentlich eine Grundsatzfrage, was man will mit so einem Gemeinschaftsgarten. Ich denke mir, es sind beide Formen völlig legitim.
ein durch Zaun geschützter Garten ist einer, der den Benutzern größeren Freiraum bietet und sie davor bewahrt, dass halt Leute den Garten als Mülltonne, als Toilette benutzen oder auch sich bedienen oder auch irgendein Vandalismus stattfindet. Was ihm natürlich abgeht, ist diese intensive Interaktion mit den Leuten, die vorbeigehen. Und das sehe ich am Gemeinschaftsgarten. Ja, genau, die viel zahlreicher sind und viel intensiver, wenn der Zaun nicht da ist. das ist wirklich entzückend eigentlich im Gemeinschaftsgarten Donaukanal, wenn man dort ist und Beete bearbeitet und selber durchaus ein bisschen die Antennen ausfährt, dann hat man sicher 50% Kommunikationszeit, die man dort ist, weil der Garten die Leute offenbar richtig anspringt. Das ist nicht nur ein Eye-Catcher, sondern wirklich die Leute bleiben stehen, schauen und wenn man sie dann begrüßt, dann beginnen sie zu reden, zu fragen und zeigen ihr Interesse. Das ist übrigens auch der Punkt gewesen, wie ich heute hierher gekommen bin, weil wir dort, der Horst und ich, ins Gespräch gekommen sind, genau in so einer Situation. Und was schön ist bei den offenen Gärten, das ist... habe ich den Eindruck, dass sie stärker wahrgenommen werden von den Nicht-Gartenbenutzern als Raum, der auch ihnen gehört. Und das finde ich eigentlich sehr schön, gerade in diesen Bereichen, die so stark frequentiert sind oder auch die so begünstigt sind von der Sonne, von der Lage, wie das Donaukanal ist das, finde ich, dort eine ideale Form. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch sehr schön, wenn in der ganzen Stadt solche Gärten entstehen, die eben auch teilweise eingezäunt sind, weil sie auch optisch schön sind und weil sie natürlich für die Leute, die sie benutzen können, eine wahnsinnig schöne Form der Naherholung sind. Und ich finde all diese Dinge, Maria-Hilfer-Straße umbauen in eine Fußgängerzone, Begegnungszone, alles, was den Verkehr zurücknimmt, bewirkt, dass die Leute nicht mehr rausfahren müssen aus der Stadt, sondern sich hier erholen können. Und das ist die beste Verkehrsberuhigung überhaupt. Ich muss ins Grüne rausfahren. Ne? Genau, und stehe dann mit den anderen im Stau, ja. Was ja eigentlich grotesk ist, wenn man sich das als gesamt... Auf Parkplätze in Niederösterreich, Uni Wien. Ne? Ganz genau, und steht die Hälfte davon auf der Straße. dass man diese absurde Situation eigentlich wieder rückschraubt. Und da glaube ich, haben wir gar nicht so eine schlechte Entwicklung, wenn man bedenkt, dass dieser Trend bei den jungen Leuten dahin geht, dass die gar kein Auto mehr haben wollen und auch nicht mehr haben. Da haben steht eh einer. Zumfrage. Ihr habt Auto, oder? Ich habe Auto für drei. Auto. Kein. Schon kein. Ja, also schon Mehrheit Auto. Ja. Und das ist halt, das ist halt auch ein Service für die Leute ohne Auto. Mhm, dass sie grün in der Stadt haben. Dass sie grün in der Stadt haben und bestätigt werden in ihrer Entscheidung gegen ein Auto. Kannst du das erzählen? Du bist ja schon länger beim Gemeinschaftsgarten Donaukanal, oder? Ja, es ist jetzt das dritte Jahr. Was ist dein lustigstes Erlebnis gewesen bisher? Eigentlich meine Erinnerung, wie ich vorbeispaziert bin, damals bei dem mir ganz unbekannten Projekt, das in den Anfangsschuhen gesteckt ist und ich selber damals noch in der anderen Position war, nämlich neugierig zu sein, was denn da passiert und dann den Robert angesprochen habe und dann irgendwie da selber hineingewachsen bin. Das ist eigentlich das, was mir in Erinnerung geblieben ist und ist sehr schön. Also das erste Mal sozusagen, oder die Rekrutierung? Das erste Mal und das mich daran zu erinnern, wie er mich selber angesprochen hat, als ich noch gar nicht dabei war sozusagen. Mhm. Und mir ist das noch stark in Erinnerung und darum möglicherweise ist das auch der Grund, warum mir das auch sehr wichtig ist, auf die Leute zu reagieren, die irgendwie stehen bleiben, so ein bisschen unsicher sind, ein bisschen schauen und neugierig sind, aber niemanden ansprechen wollen, niemanden auf die Nerven gehen wollen, dass ich die Leute begrüße und sie damit einlade, Fragen zu stellen und anzuknüpfen. Das
Gemeinschaftsgarten. Das Gegenteil vom typischen misstrauischen Schrebergärtner, der seinen Gartenzaun verteidigt. Ne, ja, nein, das ist wirklich Reinholen der Leute. Mhm. Wir haben auch Sitzgelegenheiten dort gebaut und das finde ich auch sehr schön, wenn man kommt und sieht, da sitzt irgendwer, hat was zu essen, was zu trinken mit, sitzt in der Sonne, es wird getratscht, es wird Musik gemacht und es wird sehr selbstverständlich angenommen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Wie bekommt man eigentlich so einen, oder wie funktioniert die Benutzung? Wahrscheinlich kommt das im Interview dann vor. Ein bisschen, ja, aber ja. Das ist ein Jurist. Also kann man gleich direkt wie funktioniert die Benutzung von seinem Gemeinschaftsgarten? Kann man einfach irgendwas anpflanzen? Oder? Wir haben lauter Hochbeete, die wir ursprünglich eben am Beginn jeder für sich gebaut hat. Und wir haben sozusagen eine Warteliste, die aber immer geleert wird, insofern als man wirklich schaut, dass alle hereingeholt werden und alle die Gelegenheit haben. Wer Interesse hat, ist wirklich herzlich eingeladen, dazuzukommen. Es ist doch so, dass wir durchaus einen Wechsel haben. Es sind junge Leute dabei, die hier sind auf ein, zwei Semester zum Studieren und dann wieder weiterziehen oder umziehen oder aus sonstigen Gründen merken, dass es in der nächsten Saison für sie nicht sich ausgeht. Das heißt wirklich, wenn man Lust hat dazu kommen, man kriegt sicher eine Gelegenheit, mit jemand Zweiten idealerweise das zu bearbeiten. Und es ist extrem geschickt, wenn man das zu zweit macht, weil man doch gießen muss und ein bisschen danach schauen muss. Also es ist schon ein bisschen ein Kind oder zumindest ein Hund, den man hätscheln muss und den man versorgen muss, relativ durchgehend. Gibt es dann gewisse Tage, wo die Leute eher dazu hinkommen zum Beet? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt mein Beetnachbar oder meine Beetnachbarin vielleicht habe ich aus irgendeinem Grund Interesse mit dir zu kommunizieren, weil die Tomaten wachsen so gut oder keine Ahnung. Also gibt es irgendwie so Treffpunktzeiten oder ist das alles irgendwie so asynchron? Es gibt einen Termin in der Woche, wo man weiß, dass andere Leute auch hinkommen, der sozusagen ein Termin ist, wo man sicher sein kann, dass man nicht alleine ist und zugleich aber auch ein so lockerer Termin ist, dass man nicht sich denkt, oh Gott, ich muss da hingehen und wenn ich nicht hinkomme, dann sagen die anderen Schrebergärtenmitglieder, was machst denn du da hier noch und du bringst nicht dich genug ein oder so. Und das ist recht lustig und recht schön und da hat sich das dann eben auch so entwickelt, dass dann irgendjemand was zum Knabbern mitnimmt und irgendjemand was zum Trinken mitnimmt und man sitzt dann und tratscht und das ist ein zusätzlicher Effekt, den ich auch gar nicht erwartet habe, dass es sozial eigentlich sehr, sehr nett und lustig und locker ist. Das ist ganz fein. Und dann gibt es noch einmal im Monat einen ernsteren Termin, sozusagen einen Sure-Fix, wo dann auch man weiß, dass auch ein bisschen Themen besprochen werden, die weitreichenderer Natur sind, wo es auch ganz gut ist, wenn man Zeit hat und hinkommt, damit man so ein bisschen eine Gemeinschaftskommunikation aufrechterhält. Wenn man keine Zeit hat, ist auch kein Problem. Also es wird niemand irgendwie schief angeschaut oder sowas, überhaupt nicht. Ja. Frage, wie lange läuft denn dieses Projekt schon? Wir haben jetzt das dritte Jahr den Garten und hoffen, dass er uns erhalten bleibt. Das ist eine Sache, die nicht auf rechtlich geregelten, fundierten Beinen steht mit Mietvertrag und so weiter. Geht auch nicht, ist auch okay so. Insbesondere ist es okay, wenn er uns erhalten bleibt. Das heißt, die Struktur, die sich in den letzten drei Jahren entwickelt hat, ist jung. Das heißt, jetzt funktioniert sie. Glaubst du, ist das eine nachhaltige Struktur der Selbstorganisation? Wer lang glücklich bleiben will, muss sich ständig verändern. Gibt so einen Spruch eines asiatischen Weisen. Und ich glaube, das ist in Wahrheit auch das Konzept für so einen Garten, wirklich offen zu bleiben und Veränderungen nachvollziehen zu können. Wir haben auch in den drei Jahren durchaus unsere Entwicklung gehabt.
angefangen von so einem losen zusammengewürfelt sein hin zu einer Vereinsbildung, damit man doch eine gewisse Mindeststruktur hat. Dann mit Funktionswechsel verschiedener Personen. Und ich glaube wirklich, das Nachhaltigste ist, dass das sich verändert. Und insofern glaube ich, wenn die Plattform erhalten bleibt, der Ort erhalten bleibt, dann wird das eine Sache sein, die lang besteht. Schluss? Ja, ich würde sagen, oder? Ich glaub, was wollen wir denn Computerspielen? Ach, wir müssen noch das Computerspiel rankleben. Du bist so neugierig, wie mir die Empfehlung gefallen hat. Ja, ah, jetzt natürlich. Haben wir schon so lange aufgezogen. Also Little Inferno, ein Spiel, das ich beiseite gestellt habe, weil ich mir dessen Sinn nicht erschlossen habe. Man bekommt am Anfang einen Kamin präsentiert und Produkte, die man hineinwerfen kann und mittels seines Fingers, ja, Tablet-kompatibel, anzünden kann und sie verbrennen dann. Ja, und ich habe das deinstalliert und beiseite gestellt, aber letzte oder vorletzte Folge war das, wo Rhonda und Dennis darüber gesprochen haben und gemeint haben, da ist auch eine Story dahinter und ich soll ihm doch mal noch einen Versuch gönnen. Und ja, ich muss sagen, ich bin während der Reise vollkommen reingekippt, weil erstens ist natürlich sehr, hat das Gameplay dann doch noch einiges zu bieten, beziehungsweise ist die Story, die einem geboten wird, auch irgendwie rätselhaft und man bleibt dann bei der Sache. Ja? Weil das Little Inferno ist, dieser Kamin ist ein Entertainment Center und du bestellst alle deine Produkte von der Tomorrow Corporation. Und relativ so in den ersten 20 Minuten, wenn du so Sachen vor dich hin verbrennst, bekommst du auch einen Film geboten, einen Werbefilm, der erklärt, dass zumindest andeutet, dass halt die Welt ein kalter Ort geworden ist und alle Kinder Produkte bestellen sollen und ins Feuer werfen sollen, damit sich das Ganze auch wieder schön aufwärmt. Die volle Analogie auf die Wegwerfgesellschaft. Also direkt vom Kauf, bestellen, Online-Kauf verbrennen und fürs Verbrennen kriegst du wieder Münzen, die kannst du dann so im Tablet-Style wie wild aufsammeln und dafür kannst du wieder neue Produkte bestellen. Yeah, ja, die du verbrennen kannst. Und die Geschichte wird dann erzählt durch Briefe, die du bekommst. Da gibt es drei Leute, da gibt es die Sugar Plums, das ist, dürfte eine Nachbarin von mir sein, also die Vermutung ist, sie sitzt in einem Kamin direkt hinter mir und sie rätselt auch, ob wir nicht alle gefangen sind und was da eigentlich los ist. Die Frau Nancy von der Tomorrow Corporation, ich glaube, die schreibt mir seltener, beglückwünscht mich dann, wenn ich neue Kataloge freischalte. Und dann noch einen Wettermann, der so Meldungen bringt, ja, oben ist es rosig, rauchig, hust, hust, aber ja, Wettermeldungen bringt, ja. Und der Spielspaß an sich ist natürlich, haben sie ein einfaches Konzept, das funktioniert, Sachen verbrennen, also der Pyromane in einem wird gefüttert. Diese Sachen, die man verbrennt, sind hinreichend skurril, also du kannst zum Beispiel eine Bankrottbank verbrennen oder eine Kreditkarte, wenn du ihn verbrennst, dann fliegen Geldscheine raus oder auch ärgere Sachen, Schulbusse, solche Sachen und die reagieren auch alle anders. Du kannst auch Trockeneis beispielsweise verbrennen, hat den Effekt, dass andere Sachen eingefroren werden. Oder Galaxien ist auch ganz witzig, wenn du eine Galaxie in den Kamin gibst, werden die anderen Produkte angezogen und kreisen dann um die Galaxie herum. Es ist ein Mond. Ja, ein Mond auch. Es gibt dann später im dritten Katalog noch, das ist ein Dreierprodukt, drei verschiedenförmige Galaxien. Und den Mond, den gibt es auch. Eine Galaxie? Ja, und zerplatzt dann aber auch relativ schnell, wenn du sie verbrennst. Ich hätte keine Galaxie. Interessant. Ja, ja, ja. Gibt es auch eine Crafting-Funktion? Kann man den Mond mit der Galaxie kombinieren und dann ins Feuer werfen? Da kommt eben diese interessante Mechanik rein, weil du hast auf der Seite Möglichkeiten, noch mehr Geld zu machen, indem du richtige Kombinationen findest. Ja? Und da gibt es ein Beispiel, was war? Zum Beispiel dieses Geld kommen oder ich weiß nicht genau, wie es heißt. Kreditkarte und Bank. Genau, Kreditkarte und Bank ist so eine Kombination. Und diese Themen, diese Kombos, da sieht man halt nicht, was man verbrennen muss, sondern es kriegt nur ein Thema vorgehabt. Zum Beispiel nicht meins. Und da muss man halt ein bisschen manchmal, also nicht sehr anstrengend, aber über ein paar Ecken denken, wie dieser Zusammenhang sein könnte. Oder skurriles Essen, da musst du Würstchen und Marshmallows und einen Kugelfisch und Sushi reinwerfen und so. Und dann kriegst du so Kombo. Hm?
Und das ist eben die Sache, und da wird das spricht es natürlich auch den Casual Gamer wie auch den Nachdenker an. Da kannst du auch natürlich die Strategie verfolgen, wenn du genug Geduld hast, einfach alles Mögliche reinzuwerfen, alles anzuzünden, alles geht in einem großen Inferno auf und per Zufall hast du auf einmal drei Kombos gelöst. Also du kannst nachdenken, musst es aber nicht. Mhm. Und du kannst auch nicht wirklich verlieren. Und das wird aber auch vom Spiel mit einem guten, charmanten Ton erzählt und einem sehr dunklen Unterton. Also man muss sagen, das ist auch so, ich habe das auch mit kleinen, ja genau, also man muss schauen, wie sich das Ganze noch auflöst. Man muss sagen, überraschend gut und innovativ, ja, hat mich auch, ist halt auch gut geeignet für Reisen, für kurze Pausen. Diese Kombos braucht man, um die neuen Kataloge freizuschalten. Mhm. Und es kommt noch was anderes hinzu, um die Produkte zu kaufen. Die haben leider auch Versandzeiten. Man kann also nicht sagen, ich bestelle jetzt zweimal das hintereinander, sondern hat man eines bestellt, muss man eine gewisse Zeit warten, bis man es wieder bestellen kann. Wodurch das mit den Kombos finden ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Und wenn es dann zu einem kommt, sieht man auch, es ist nicht sofort da. Man kann zwar eine sofort Zustellfunktion, sozusagen eine Overnight-Funktion für die Post verwenden, aber das auch nur begrenzt. Also ich habe die ehrlich gesagt nie verwendet. Ich habe wirklich jedes Mal gewartet. Aber ja, es ist ein interessantes, lustiges Spielchen. Dystopisch. Aber vielleicht gibt es ja dann mal ein Amazon Prime Update für dieses Spiel und dann haben wir alles im Express-Modus. Genau, daran erinnert es. Und um noch daran anzuknüpfen, vor zwei Wochen habe ich schon gesagt, dieses Unternehmen hat ja auch, also nicht dieses Unternehmen, sondern die zwei Typen von diesem Spiel Little Inferno haben auch World of Goo entwickelt, für die Folge 220 nicht mehr anhören wollen. Und sie bringen demnächst, ich glaube im Oktober oder so, ein neues Spiel heraus, dann auch wieder unter dem Unternehmen namens Tomorrow Corporation. Auf deren Homepage findet man schon Informationen. Das wird ein wenig mit Scratch zu tun haben. Also man legt sich Ablauffolgen mit Puzzlesteinen zusammen. Und es geht, glaube ich, um Akten sortieren oder sowas. Und auch sehr interessant, in deren Blog haben sie auch erklärt, wie bestimmte Prozessoren funktionieren, was ich auch ganz nett fand. Los muss langsam. So, jetzt aber, genau. Schluss oder Einspruch? Haben wir schon 2 oder 22 Minuten? Ach. Ja, haben also wir. Es kommen noch, also sind wie gesagt noch 3 Interviews. Also meinst, drauf. Du musst noch nachrechnen, ja. Also vergessen auch bitte unbedingt meinen Blog lesen. Ich blogge derzeit so viel. Spielenprogrammieren.at/blog. Mhm. Mhm. Dann sage ich schön Dank, was und danke an alle zum Kommen und so und erzählen. Ich sollte einen Blog lesen, wo ich doch die nächsten 42 Jahre damit beschäftigt bin, die besten Science-Fiction-Filme und die besten Science-Fiction-Fernsehserien zu sehen und dann auch noch die besten Science-Fiction-Computerspiele zu spielen. Von 2014? Nee, alleine. Ja. Schau dir die Zusammenfassung auf YouTube an. 20 Jahren schaffst du, tust du einfach mit jedem Auge. Das ist der politische 24. Grund. Das ist einer der Gründe für Geoblocking. Ja? Um dich vor dem Besten der Besten zu schützen, nämlich das Mittelmäßige in meiner Umgebung. Ja. Das ist ein Schlusswort. Blogging mit CK, weil Geoblogging ist ein komplett anderes Thema. Dazu mehr in Episode 223. Bis denn. Ciao. Danke. Tschüss. 13.09.2012, 15, Interview mit Petra Jens, zweites Streetlife-Festival. Hallo Petra. Hallo Horst. Wie bist du zufrieden mit dem zweiten Streetlife-Festival? Ich bin sehr zufrieden, das Wetter ist super, die Stimmung ist gut. Wir haben noch mehr Attraktionen als letztes Jahr und doppelt so viele Besucher wie letztes Jahr. Wie viele Besucher wisst ihr jetzt schon? Ja, es sind an diesem Wochenende 20.000 Menschen gekommen, um mit uns das Streetlife Festival zu feiern. Wie groß war das Budget für das Streetlife Festival? Kann man das grob sagen? Das kann man grob so nicht sagen, weil sich das aufteilt auf verschiedene Posten und wir haben hier versucht, die Infrastruktur zusammenzustellen, also Security, Zelte, Strom und so weiter. Und das Festival lebt davon, dass wir auch viele Sponsoren haben, auch Sponsoren, die nicht nur Geld, sondern auch Sachleistungen gestellt haben, auch Künstler gesponsert haben. Wir haben viele, viele Kooperationen. Alles zusammen würde ich einmal grob schätzen, dass dieses Festival 200.000 Euro kostet, wobei das nur dann, also wir das nur
deswegen geschafft haben, weil da einfach viele, viele Organisationen mitgemacht haben. Zum Vergleich, wie viele Tage Christkindlmarkt bekomme ich dafür als Stadt? Keine Ahnung. Okay. Die Auswahl der der Streetlife-Festival-Zelte und Standeln, das sind zum Teil Firmen, zum Teil Initiativen. Kannst du da was sagen, nach welchem Gesichtspunkt die ausgesucht wurden? Also das Streetlife-Festival hat ja zum Thema, die Straße als öffentliches Wohnzimmer zu präsentieren, zu zeigen, dass die Straße mehr ist als nur Transitraum, dass sie der Raum ist, wo viel soziale Interaktion stattfindet, wo Begegnung stattfindet, wo Sport gemacht wird, wo Platz ist für Kultur und für Meinungsaustausch. Deswegen haben wir ganz bewusst Organisationen, Initiativen und auch Firmen angesprochen, die in irgendeiner Weise mit sanfter Mobilität, also öffentlichem Verkehr, Radfahren oder zu Fuß gehen, zu tun haben oder mit dem öffentlichen Raum im weitesten Sinne. Das sind Kulturinitiativen, das sind karitative Initiativen, das sind aber auch Street-Sports und Street-Art-Gruppen dabei. Das sind jetzt auch so Schmuckverkäufer. Ja, genau, das sind Künstler, die im öffentlichen Raum zum Teil arbeiten oder im öffentlichen Raum ihre Waren präsentieren. Es sind aber auch Graffiti-Künstler da. Also es ist wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung. Kannst du zu den beteiligten Magistratsabteilungen was sagen? Mhm. Es gibt diese eine EMA für Straßenbau, die Kinder da so kleine Straßenpflastern lässt. Seitens der Stadt Wien sind einmal ganz intensiv die Wiener Stadtwerke eingebunden mit den Wiener Linien, aber auch den Lokalbahnen, Wipark. Die Wiener Stadtwerke sind eingebunden. Die EMA 28, das ist die Abteilung für Straßenbau und Straßenerhaltung, die haben da eine große Kinderbaustelle errichtet. Es ist aber genauso die EMA 13, also die Abteilung für Kinder- und Jugendangelegenheiten, Wien Extra dabei und natürlich die Mobilitätsagentur. Alle diese EMAs haben jetzt als Ziel sozusagen, die Straße zu einem bewohnbaren Ort zu machen oder öffentliches Leben auf die Straße zu verlagern, oder wurden die dazu aufgefordert und müssen da jetzt mitmachen? Oder haben die da eine gewisse Eigenideologie auch? Alle, die hier mitmachen, machen freiwillig mit. Also meines Wissens ist niemand verdonnert worden dazu. Und ich finde es schön, dass bei so einem Fest auch die Abteilung mitmacht, die die Straßen baut. Auch damit man einmal zeigt, wer eigentlich diesen Raum auch bereitstellt und wartet und pflegt und schaut, dass das alles instand bleibt. Hast du ein politisch messbares Ziel mit dem Streetlife-Festival? Also so und so viele Unterschriften für irgendeine Initiative oder so und so viel mehr messbare Bewusstseinssteigerung des Publikums in Wien? Nein, das wäre zu einfach, das an einem Parameter festzumachen, was wir damit erreichen wollen. Was ich damit erreichen möchte mit dem Streetlife-Festival, ist so viele relevante Organisationen, Firmen, aber auch Initiativen mit dem Thema öffentlichen Raum zu konfrontieren und auch zu zeigen, dass sowohl die etablierten Mobilitätsanbieter als auch viele Basisgruppen auf Augenhöhe miteinander ein gemeinsames Projekt machen können und auch im Sinne der nachhaltigen Mobilität in Wien an einem Strang ziehen können. Also eher ein Vernetzungsevent für gemeindeeigene und private Initiativen sozusagen, um gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Öffentliche, kommerzielle und zivilgesellschaftliche Gruppen miteinander zu vernetzen, ja, das ist ein großes Ziel. Und natürlich auch darzustellen, wer in seinem Bereich alles etwas zu dieser guten Sache macht, nämlich dass in Wien mehr Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden, also mit öffentlichen, mit dem Rad oder auch zu Fuß. Also nicht mit Auto. Nicht mit dem eigenen Auto. Ich möchte ein Beispiel nennen. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo das alles zusammenspielt. Wir hatten letztes Jahr das Streetlife-Festival auch einer Initiative zur Verfügung gestellt, ein neues Stadtmöbel einfach mal herzuzeigen. Das ist diese Enkis, die jetzt vor der Nein, das ist eine umgebaute Baumulde. Also diese Baumulden, die sonst bei Baustellen aufgestellt sind, um Bauschutt aufzunehmen.
so eine Firma hat diese Mulde umgebaut in ein sehr innovatives Sitzmöbel. Auf der ganzen Länge war eine Bank eingebaut und der Hohlraum war mit Erde aufgefüllt und er war begrünt. Und es gab letztes Jahr eine Bezirksinitiative, die sich bemüht hat, diese Sitzmöbel im öffentlichen Raum in einer Parkspur aufzustellen. Hat keinen Ort gefunden, keiner konnte sich vorstellen, wie das ausschaut. Baumulde hat jeder irgendwie unästhetisch empfunden. Wir haben es dann beim Streetlife Festival aufgestellt, hergezeigt, fotografiert, die Bilder davon verbreitet. Und dieses Jahr hat es seinen Platz gefunden im 4. Bezirk in der Schleifmühlgasse. Das ist so ein Beispiel. Ein Katalysator für innovative Projekte im öffentlichen Raum. Ganz genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was beim Streetlife Festival so alles passieren kann. Du warst mit deiner eigenen Familie jetzt da. Was hast du da erlebt? Oder wie war die Reaktion deiner Kinder? Also meine Kinder waren letztes Jahr sehr begeistert. Die waren zum Beispiel von dieser Kinderbaustelle gar nicht mehr wegzukriegen. Heuer war mein Ältester zum Beispiel sehr begeistert auf dem Konzert vom Skero mit dabei und jetzt flanieren sie gerade durchs Festival. Den Kleineren ist es momentan ein bisschen zu laut, aber ich glaube, sie werden sich auch noch einfinden. Wir sind jetzt hier auf der Meyer-Hilfer-Straße eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, das Streetlife-Festival wuchert von der Babenberger Straße Richtung Meyer-Hilfer-Straße hinauf. Ist das Zufall oder Absicht? Also es ist nicht Zufall, dass es wächst. Es soll wachsen, es soll größer werden. Stimmt. Es soll wachsen, es soll größer werden. In welche Richtung, das weiß ich noch nicht. Das ist eigentlich unbeabsichtigt. Wir hatten einfach heuer keinen Platz mehr, keinen ausreichenden Platz mehr auf der Babenberger Straße. Die Babenberger Straße ist schon voll. Die Babenberger Straße ist voll, ja. Gibt es eine Idee, dass man das Streetlife-Festival auch an einem zweiten Ort oder am zweiten Zeitpunkt im Jahr macht oder wird das eine einmal im Jahr Veranstaltung bleiben? Es ist jetzt einmal die Veranstaltung, die in Wien die Europäische Mobilitätswoche einläutet, die ist immer vom 16. bis 22. September. Was wir aber in anderen Städten sehen, ist, dass es schon sehr viele autofreie Tage gibt, dass es in ganz vielen Großstädten in Europa schon absolut üblich ist, an regelmäßig stattfindenden Wochenenden Innenstadtbereiche einfach zu öffnen für die Menschen. In Paris gibt es schon seit Jahren das Programm Paris Respire. Das sind einfach ganze Grätzeln am Wochenende autofrei. Man kann dort flanieren, spielen, Leute treffen. Und heuer wird Paris einen ersten generellen autofreien Tag veranstalten. Sowas gibt es auch in anderen Städten, in Rom beispielsweise oder schon sehr lang in Bogota in Südamerika. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man in Wien auch darüber nachdenkt, sowas zu ermöglichen. Das Streetlife Festival dient auch ein bisschen zur politischen Bewusstseinsmachung, was alles geht auf der Straße. Genau, es soll einfach zeigen und erlebbar machen, wofür die Straße auch noch da ist und was sie alles sein könnte. Dein größter Wunsch für das nächste Streetlife Festival oder für das nächste Jahr? Ich wünsche mir wieder so ein schönes Wetter wie heuer. Danke, ciao. Okay. Also Interviewgemeinschaftsgarten, Donaukanal, Monika. Hallo. Monika. Hallo, Horst. Du hast mir gesagt, also du bist einmal hier vorbeigekommen, du wohnst in der Nähe. Genau. Hast diesen Gemeinschaftsgarten gesehen mit einer E-Mail-Adresse, hast du hingeschrieben und die haben dich dann eingeladen mitzumachen? Oder? Genau, und da wurde ich eingeladen mitzumachen und da gab es ein Treffen, wo man sich irgendwie ausgemacht hat und welche Beete vielleicht frei wären und welche Beete man übernehmen kann. Und da habe ich dann mit einer zweiten ein Beet übernommen. Wo ist dieses Beet oder wie groß das ist das? Das steht da hinten, wo dieses gelbe, diese kleine gelbe Tonne ist dort. Okay, ja. Ja. Das ist so 4 Quadratmeter maximal. Ja, genau. Ja. Und das circa. Hast du aber nicht aufgebaut, das hast du sozusagen übernommen, weil es verwaist war. Genau, ich habe es übernommen, weil quasi die Frau, die das vorher betreut hat, wollte nicht mehr weitermachen. Ja. Genau, darum haben wir das dann übernommen, das wurde frei und hat sich ideal ergeben. So. Und du hast vorher schon Erfahrung gehabt mit Gärtnern, also du hast selber einen Garten gehabt oder bist du in einem aufgewachsen? Nein, ich bin nur in einem aufgewachsen, aber habe eigentlich überhaupt keine Erfahrung gehabt. Du bist Stadtmensch sozusagen. Ja, nein, ich komme eigentlich vom Land, aber ich lebe in der Stadt. Ja. Und wir haben dann einfach drauf losgemacht, was uns gerade eingefallen ist und wie es uns
Spaß gemacht hat. Du hast keine besondere Einschulung genossen? Nein, ja. Wir haben einfach das reingesetzt, was uns gefallen hat. Was und ist das Resultat geworden? Ja, es war viel zu viel. Sie hat zu viel Samen reingetan. Ja, na, und zu viele Pflanzen und die sind alle dann sehr groß geworden, was auch sehr schön war, das beim Wachsen zuzusehen und so. Aber ich glaube, das nächste Mal, also tun wir ein bisschen weniger rein und dann, damit ja. Damit mehr Platz Ja, genau, damit sie mehr Platz haben, ja. Und hast du viele Probleme gehabt mit Vandalismus oder hast du das Gefühl gehabt, andere Leute pflücken dir, also Spaziergänger pflücken dir da deine Früchte weg? Ja, das war eigentlich schon eigentlich das Frustrierende daran, weil die Leute haben einfach alles weggenommen. Und also du hast eigentlich für andere Leute gepflückt? Ja, genau. Und was auch, ich habe eigentlich relativ viel dann nicht mehr Gemüse oder so gepflanzt, sondern Blumen. Und auch das wurde so mit samten Wurzeln ausgegraben, teilweise und mitgenommen. Hat jemand Blumen drauf? Ja, genau. Und das war eigentlich schon ein bisschen traurig manchmal, wenn man irgendwie sich freut, wenn man in den Garten kommt und es sind da die Blumen und dann, ja. Aber hast du trotzdem ab und zu was selber essen können, was selber gepflanzt ist? Oder ist ausnahmslos alles weggekommen? Nein, nicht ausnahmslos zum Glück, aber schon sehr viel. Also eher menschliche Schädlinge. Ja, genau, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel erwartet. Ich war eher traurig, also bei den Gemüse habe ich es mir eigentlich erwartet, dass die Leute das nehmen. Aber bei den Blumen habe ich es mir nicht erwartet. Das war eigentlich ein bisschen eine traurige Überraschung, ja. Aber ich meine, man kann es als Erfolg werten, besser als die Blumen. Also niemand interessiert sich für deine Blumen, ne? Ja, genau, stimmt, ja. Also die dürften doch einigen sehr gut gefallen haben, Und wenn es mit Wurzeln genommen worden sind, leben sie jetzt vielleicht auf irgendeinem Balkon. Wahrscheinlich, ja. Ja, und was ich auch traurig gefunden habe, weil wir haben eine wahnsinnig schöne Sonnenblume gehabt, eine riesengroße und ganz groß, und die hat auch auf einmal wer abgeschnitten. Und sie lag dann unten? Oder sie sie lag unten, ja. Also, ja, genau, als Sonne. Du glaubst nicht, dass das eine Ratte war oder so, die halt dann die Kerne holt? Nein, weil das hat nach einem Messerschnitt ausgeschaut und das traue ich einer Ratte jetzt nicht so unbedingt zu. Okay. Das würde mich erstaunen. Und wie ist die Kooperation mit den anderen Blumenkistelbetreuern sozusagen? Tauscht ihr da Erfahrungen aus oder, ja, das ist, oder Geräte? Das tauscht man aus, ja, und es ist auch total nett, weil man trifft sich immer wieder im Garten und also du kennst ein paar Leute dadurch. Ja, ich kenne ein paar Leute dadurch und man kommt vorbei und da sitzt wer da und das ist sehr nett und es finden Grillfeste statt. Und das ist eigentlich sehr witzig, irgendwie so ein bisschen ein Dorfleben in der Stadt. Ja. Und wie ist das mit dem Zeitaufwand? Also bist du jeden Tag hierher gegangen im Sommer oder wie kann man, also wie viel Zeit investierst du in den Garten oder in dein Beet? Ja, es war eigentlich schon mehr Zeitaufwand als gedacht, weil aber zum Glück kam es zu zweit, insofern, weil ich bin ja auch nicht immer da und wir haben uns dann, vor allem wie es so heiß war, mussten wir schon jeden Tag gießen. Und das also im Sommer hast du praktisch einen täglichen Aufwand gehabt. Oder? Ja, genau. Und, aber wir haben uns eben abgewechselt. Und ich meine, es ist das Glück, dass ich, weiß nicht, 5 Minuten von hier weg entfernt wohne. Also ich kann ganz schnell, sonst wäre es, glaube ich, eh nicht machbar. Ich nehme an, du bist in der Arbeit tagsüber? Oder? Genau, Und geht sich das sozusagen aus, wenn man nur eine Stunde jetzt oder so am Tag da wirklich vorbeischauen kann, dass das Beet in Ordnung bleibt, also dass das nicht voll mit Bierdosen ist oder so? Ich meine, eine Stunde verwende ich da nie. Ach so, ja. Also ich komme vorbei und gieße und ab und zu mal, wenn es irgendwas zu tun gibt oder so im Unkraut jäten, da bleibt man halt dann länger. Aber sonst geht man halt nur ganz kurz, wenn man kurz heimspaziert von der Arbeit, also das geht bei mir, liegt quasi am Weg, dass man 5 Minuten mal das Beet gießt und dann ist es geschafft. Du hast jetzt erzählt von eher traurigen Erlebnissen, also dass deine Sonnenblumen und deine Blumen kaputt waren. Hast du auch schöne Erlebnisse gehabt? Also was war sozusagen das Bemerkenswerteste, das Schönste, was du erlebt hast, seit du da mitmachst? Ja, was irgendwie total nett ist, ist, weil der Garten sehr offen ist. Das heißt, es gehen ganz viele Leute vorbei und da ergeben sich auch immer sehr interessante Gespräche mit Leuten aller Art. Also von, die bewundern dann deine Blumen? Oder genau, und fragen und wollen ein Gespräch haben oder so. Oder von jung bis alt und von allen möglichen Backgrounds. Also, das hättest du sonst in der Stadt nicht, wenn man Nein. vorbei hast. Ja, das würde man sonst nicht. Also da redet man dann halt und die Leute gehen auf einen zu und fragen halt, was man macht. Und also dir das ist nicht leid um die ganze Zeit, die du da investiert hast? Nein, das sicher nicht, weil es ist irgendwie so eine neue Perspektive auf die Stadt. Okay, ja. Ja, genau. Also, danke, Markus. Bitte sehr. Interview 10. 2015 mit Robert Höfler beim Gemeinschaftsgarten und Donaukanal. Du bist offiziell Vorsitzender? Ja, im Moment bin ich Obmann. Okay. Vom Garten, dadurch, dass die Obfrau heuer zurückgetreten ist,
und ich der Vertretung, die Vertretung war und jetzt bin ich auch Mann dadurch geworden. Dann sage ich Prost, Robert. Prost. Robert, wie wird man Obmann von einem Gemeinschaftsgarten? Bist du so da hinspaziert und blub, plötzlich war da ein Garten und so eine obmannmäßige Lücke? Obmann nicht, aber zum Garten bin ich, zum Garten bin ich so dazugekommen. Ja. Also du hast den nicht selber gegründet, der war einfach da. Ich habe den nicht selber gegründet, aber ich habe jemanden gekannt, der hat diesen Garten mehr oder weniger, hat ein Beet gehabt, eines der ersten 5 Beete. Und wir waren zufällig am Donaukanal, mein Freund und ich. Sind gemütlich gesessen und dann haben wir halt geschrieben, ja, sie ist auch vom Donaukanal, da etwas weiter rum. Und dann sind wir da vorbeigeschaut und uns hat die Idee so gut gefallen, quasi Hochbeete im Garten. Es waren 5 Beete. Ach so, war schon da. 5 Beete waren schon da, aber halt nicht so wie jetzt, aber es war halt schon mal ein Ansatz da. Und dass wir gesagt haben, ja, passt, wir machen da auch mit. Und dann hat es geheißen, ja, wir können mitmachen, kein Problem, sie suchen eh Leute. Und dann haben wir einfach die Initiative ergriffen, haben Schrauben besorgt, haben Material besorgt, haben das Beet gebaut, das, was hinter mir ist da jetzt, und das 13er Beet, das da. Und haben nachher quasi... Das aus Paletten eigentlich gemacht, oder? Es sind hauptsächlich Palettenbeete mit einer Folie ausgelegt und ein Hochbeet mit einer Permakultur. Also ihr habt so kleine Permakulturen eigentlich? Genau, die meisten sind Permakultur. Die meisten meiner Hörer sind eher computeraffin als gartenaffin. Ja. Ganz kurz Permakultur erklären. Permakultur ist, dass man ein Hochbeet baut, das aufbaut in verschiedenen Schichten, unterschiedliche Schichten, die sich zersetzen, was bedeutet, man haut halt Laubschicht, Ästeschicht, Holzmorsches hinein, dann kommt so verschiedene so Grünschichten, so Grünschnitt für Gras und alles drum und dran. Genau, schichtweise. Und am Schluss hat man einen halben Meter Erde rein. Das Ganze lässt man nachher sinken. Und der Vorteil von dem Ganzen ist, die unteren verrotten und bringen der Erde Energie, also Nährstoffe. So eigentlich auf einen Komposthaufen pflanzen. So kann man es ungefähr sagen. Es ist jetzt nur ein natürlicher Kompost, also mit Schnittgut und keine Abfälle. Das verrottet ein bisschen anders, aber grundsätzlich ja. Und das Ganze hat einen Kontakt zum Boden oder ist das ja, ist offen. Blumentopf? Ist offen. Das heißt, da in der Wurm kann da vom Boden die lokale Erdreich ist ein Austausch. Genau, es ist ein Austausch da, obwohl da beim Donaukanal ist die Chance. Soweit ich weiß, ist ein Sandboden und da dürfte kein Wurm durchgehen einfach. Weil einfach von der Bodenstruktur her das nicht so aufgebaut ist. Du hast doch gesagt, der Sand hat einen Vorteil von euch, weil ihr habt keine Schnecken dabei. Das ist ideal, ja. Wir haben keine einzige Schnecke im Beet. Und zwar aus dem Grund, dass weil genug Sand da ist, können die Schnecken nicht auf den Sand drauf. Und dadurch haben wir, ich habe keine einzige Schnecke noch seit 3,5 Jahren. Diese Erde in diesen, wie soll man sagen, jetzt Kubikmeter Hochbeeten, so ein, ich schätze, ein typisches Hochbeet hat so ein Kubikmeter oder 2 mehr Erde, ne? Ungefähr, ja, ein bisschen mehr. Hält die dann länger, also kann ich da jahrelang drauf pflanzen oder muss ich die dann jährlich austauschen? Nein, 3 bis 4 Jahre kann man sagen. Und man muss immer wieder Erde nachgeben, weil das sackert ja zusammen, also es verrottet, dadurch wird es weniger und bei uns sind ungefähr sicher schon 30 cm runtergesackt, was man jetzt ja auch wieder mit Erde auffüllen lasse. Und diese Erde erzeugt sie aber nicht selbst im Gemeinschaftsgarten, die müsst dann von woanders kommen. Die kaufen wir quasi ein, also besser gesagt bei den Stadtgärten kann man Erde kaufen und wenn man eine gewisse Kubikmeterzahl hat, dann kommt der mit einem LKW her, leert uns den Erdhaufen dort hinten aus und dann hat die Gemeinschaft wieder Erde. Kannst du überhaupt sagen, wie hat das Ganze angefangen? Also Leute haben beschlossen, sie wollen hier einen Gemeinschaftsgarten haben, aber wir waren ja nicht Besitzer dieses Grundes, nämlich stark an. Ne? Nein. Wie ging das? Angefangen hat es so, dass dieser Platz eine Rümpelkammer war. Da ist zwei Container gestanden, große, offene, die quasi alle möglichen Holz und Reste, Müll, also ich sage jetzt mal Baumüll von den ganzen Pudeln, von den ganzen, was da aufgebaut ist, einfach nur reingesetzt. Wir befinden uns zwischen dem, wie heißt das Haus, Schleusenhaus?
Das ist der Otto-Wagner-Schleusenhaus, der Kindergarten und die Adria. Genau. Also das sind vis-à-vis der U2-Station Schottenring. Genau, direkt mit Blick auf diesen Ringturm. Ja, Ringturm, Wiener Städtische. Genau. Und der Platz war einfach, ich sage jetzt mal, schier, richtig schier. Und er war einfach nicht brauchbar. Man hat, ja. Da war einmal Wiese und... Also das war mal ein öffentlicher Grund und er war dann... Genau, er ist verpachtet geworden und dann war es einmal, dadurch ist der Santa gekommen, dann war es einmal eine Bar und diese Bar, da war eine Bar, nur ist der ist da vorn gestanden und da war, deswegen ist der Santa auch da und das aufgebaut geworden. Aber in der haben es irgendwie hat das nicht erlaubt oder wurde nicht erlaubt, das, keine Ahnung warum. Da wurde nicht erlaubt. Ja, ich glaube, das hat immer, man muss eine Konzession alles haben also, und wenn das weiß ich nicht, wenn das mehr wird, da kann ich das jetzt nicht wirklich sagen. Aber es war halt einmal ein Bar und jetzt ist keine Bar mehr gewesen, was zu uns zugutekommen ist, weil wir das Holz, das was für die Bar, was übrig geblieben ist, aus dem haben wir die Möbel erbaut. Ah, okay, das ist sozusagen ein Recycling einer nicht funktionierenden Bar. Auch, ja. Nicht nur einer Bar, sondern allgemein. Wir haben geschaut, dass wir nachher gesagt haben, wir möchten den Platz da schöner machen. Und die Obfrau, die was das ins Leben gerufen hat, hat mehr oder weniger das nachher herausgefunden, dass die Adria das gehört und hat mit der Adria sich zusammengetan und hat das ermöglicht, die Adria hat uns dadurch ermöglicht, diesen Platz Adria zum... Ist auch so ein Lokal da hinten, genau, das ist ein Lokal da hinten und der hat den gesamten Platz da gebracht, da gehabt und der lasst uns da mehr oder weniger gratis... Nicht zahlende Untermieter. Genau. Und das ist auch ein Grund, es würde da nicht funktionieren, wenn man dafür zahlen müsste, weil einfach für einen Ertrag machen wir das nicht. Ja. Wir machen das hauptsächlich dafür, um diesen Platz schöner zu gestalten und um lernen, mit Pflanzen umzugehen und auch schauen, diese Gemeinschaft. Also ein Community-Projekt sozusagen. Genau, obwohl es schon Schwerpunkt Pflanze ist. Also ihr kümmert euch in erster Linie um die Pflanzen, nicht in erster Linie um Leute. Naja, schon, miteinander um die Pflanzen. Miteinander um die Pflanzen, ja. Das ist an und für sich ein Schwerpunkt für uns. Und und auch zu lernen. Also es heißt nicht, man muss ein Gärtner sein, um jetzt da mitzumachen. Habt ihr Gärtner oder Leute, die mehr von Pflanzen verstehen? Oder es sind einige dabei, die bringen ein Wissen mit. Und es sind einige dabei, die haben halt von den unterschiedlichsten Schichten und von den unterschiedlichsten Berufen und von den unterschiedlichsten Altersgruppen. Also wir haben der Jüngste ist, glaube ich, jetzt 4 und die Älteste, glaube ich, ist... Was sind jetzt 72 oder so in der Richtung. Also wir haben es schön gemischt und auch... Das sind eher Anrainer oder Leute in der Nähe. Genau. Es ist der Einzige, was wir sagen, ist, du musst dich um den Garten kümmern. Und aus dem Grund ist es einfacher, wenn du in der Nähe wohnst, weil, wenn es heiß ist, muss man wirklich jeden Tag einmal mindestens gießen. Also das ist schon... Man kann sich schon ausmachen nachher, aber trotz alledem, es ist schon ein bisschen Aufwand, ist es schon. Ja, beziehst du das Wasser hier von einem öffentlichen Hydranten, dann genau. Musst du auch nichts dafür zahlen. Nein. Okay, ja. Habt ihr überlegt, dass wir ein Tröpfelsystem anbauen oder so irgendwas? Wir haben keinen Strom. Aha, okay. Wir haben keinen Strom dadurch. Wir haben verschiedene Überlegungen schon anbezogen, ist aber nachher alles an und für sich ein Problem, dass man sagt, dafür ist es zu wenig, dass man jetzt sagt, wenn das ein eigener Garten zu Hause wäre, dann kann man sowas machen. In einem öffentlichen Raum, es geht nicht darum, dass man es nicht machen kann, aber es ist eher dadurch, dass wir haben nicht vor, den Ertrag so zu pushen. Dass wir sagen müssen, es muss unbedingt immer die perfekte Bewässerung sein und man muss sie jetzt so wenig wie möglich scheren. Drum, das wir wollen nicht den Garten automatisieren sozusagen. Es ist praktisch, wäre es, keine Frage, aber der Sinn ist schon auch, dass man quasi sich um die Pflanzen kümmert. Also. Ihr habt hier eine sehr schöne Sitzecke gebaut, eigentlich mehrere, oder? Ja, da haben wir mehrere Sitz gelegen. Das ist Absicht, also die ist nicht so passiert. Das ist nein, wir haben... Gut. Wir haben in dem Sinne gesagt, wir brauchen was zum Sitzen, weil wir doch recht viele Leute sind. Mit 35 aktiven Mitgliedern sind es doch immer wieder, wenn da sie 10, 15 Leute treffen. Ja.
dann ist es doch praktisch, wenn wir uns sitzen, und da haben wir mehrere verschiedene Möglichkeiten gebaut. Und wir haben zum Beispiel auch ein niedriges Beet, wo man den Gast drauf sitzen kann. Mhm. Aber das die Beetkante als Sitzbank absichtlich. Genau, genau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, Kinderbeete oder irgendwas gemacht? Ja, das niedrige ist auch das Kinderbeet. Kinder, das ist das Kinderbeet auch genau aus dem Grund, dass Kinder auch leichter zubauen können. Ja. Also da haben wir verschiedenste Aktivitäten gesetzt, um auch einen anderen, weiteren Aspekt aus dem Garten zu haben, und zwar in dieser Kommerzzone, wie wir da am Donaukanal immer mehr ist, wo man jetzt eigentlich schon gezwungen wird, an jeden, also im Zentrum nahe quasi, an jedem Stand etwas zu konsumieren, dass man überhaupt dort sitzen kann, haben wir gesagt, wir wollen der Öffentlichkeit auch eine Möglichkeit bieten. Also wir wollen mehr nicht kommerzielle Sitzbänke. Genau, nicht kommerzielle Sitzbänke und offen, dass die Leute herkommen und sitzen. Und es wird sehr gut angenommen, es wird immer mehr, das heißt, die Leute kommen her, die Leute setzen sich her, sie sehen das auch. Es ist ein Ruheort, obwohl es mitten in der Stadt ist, weil einfach die Straßenlärm nicht dominant ist. Das Wasser ist neben, es ist vom Klima her schön. Also zentrale Lage. Genau, also das funktioniert ganz gut. Haben Sie irgendwelche Begehrlichkeiten schon erweckt, also dass irgendein Gaststättenunternehmer gekommen ist und gesagt hat, er will eigentlich den Fleck haben und wieder eine Bar hinstellen oder... Nein, im Moment, dadurch, dass es der, da es der Adria gehört, also gepachtet ist, ist das nicht. Hat wir haben, nicht so Interesse dran? Nein, wir haben, die Adria hat quasi schon Interesse, dass es sauber ist und dass es schön ausschaut. Und grundsätzlich, ja, auch die, es ist auch ein Projekt von der Adria selbst, das nennt sie Limda. Das gehört am Anfang und am Ende von unserem, also alles, was nach dem Baum ist, wird von dem, das ist ein separates Projekt in dem Sinne, mit das von der Frau vom Besitzer gemacht wird. Das hat jetzt direkt nichts mit dem Garten zu tun. Ja, also von dem her, das hat schon die Adria auch mit eingefordert, aber grundsätzlich nein, also nicht den Platz für... Okay. Also ihr müsst euch nicht ständig gegen Angebote wehren, dass hier jemand etwas Produktiveres... Nein, es war einmal die Überlegung, der ist gesagt worden, aber das ist nicht zustande gekommen und ja. Okay. Habt ihr mit der Gemeinde Wien direkt zu tun? Macht ihr Vorschriften, was ihr hier tun oder nicht? Ja, natürlich muss man gewisse Regeln einhalten, die jeden auferlegt sind, grundsätzlich. An die halten wir uns auch, weil wir sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man keine Bäume pflanzen. Das ist in Wien genehmigungspflichtig, beim Baum pflanzen. Genau, also man muss quasi, wenn man eine mehrjährige Pflanze irgendwo einsetzen will, muss man die genehmigen lassen. Weil es. Warum, kann ich jetzt nicht genau sagen. Einfach, weil sich irgendwer darum kümmern muss nachher. Und deswegen gibt es keine mehrjährigen Pflanzen in Bezug auf keine Bäume in unserem Garten, die was wir anpflanzen. Wäre hier überhaupt Platz oder Interesse, was weiß ich, einen Kirschbaum oder irgendwas hier einzubauen? Freilich wäre es natürlich schön. Das müsste es dann mit der Stadt halt ausmachen. Das müsste man mit der Stadt und natürlich mit dem Pächter ausmachen, weil der hat das auch. Und dann, ich glaube, es hat auch damit zu tun, wer, wenn es ein Obstbau ist, wer erntete, wer pflegte, wer macht die Wiesen nachher auch wieder schön. Das hat ja, genau, wer die Wespen kommen und und. Das hat ja eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren. Und was natürlich, was ist in 15 Jahren? Ja. apropos Wespentour, habt ihr hier, weil wir am Fluss sind, habt ihr hier Probleme mit Ratten? Also Probleme, ist, wir sind am Donaukanal und das ist einfach ein Platz, wo Ratten sind. Wir sehen ja immer wieder Ratten, das ist jetzt das ist jetzt nichts Neues, was man am Donaukanal immer wieder sieht. Wir haben am Anfang im ersten Jahr die Erfahrungen gemacht, dass Ratten gewisse Gemüsesorten sehr gern haben
und zum Beispiel einen Kohlrabi, den lieben sie, denn da bleibt nichts übrig. Und dadurch haben wir im Garten beschlossen, dass wir die Pflanzen einfach nicht mehr anbauen. Also keine Zucchini. Unattraktiv für Ratten anpflanzen. Radieschen mögen sie nicht so gern, weil es scharf ist. Und Chili und solche Sachen sowieso überhaupt keine. Tomaten auch nicht, weil es ein Nachtschattengewächs ist. Das sind so Sachen, die sind wir draufgekommen. Da gibt es keine Probleme und dadurch haben wir an und für sich keine Probleme mit Ratten. Ihr habt recht viel Sonnenblumen. Habt ihr irgendein Vogelhäuschen oder vermehrt Vögel bemerkt, die das dann? Ja, natürlich. Aber eher die Mäuse, die was auch da sind. Ja, die Mäuse. Nachher direkt. Aber nicht nur Mäuse, alle möglichen Tiere. Das war ja ganz lässig. Da sitzen sie sehr auf und knappern die mal richtig aus. Wie das kannst, Maus, Maus auf die Sonnenblume rauf und schnappt. Ja, die Sonnenblumen sind ja da 3 Meter hoch. Also die das schafft der Maus ohne Probleme. Ja. Und dann hast du eigentlich eine Person kannt, wie es zum ersten Mal da warst. Genau. Ja. Und jetzt nehme ich an, kennst du recht viele Leute. Die meisten, die aktiv sind, kennt man. Ich meine, das ist auch bereichernd. Ja, freilich. Ja, ja. Freilich, deswegen gefällt mir das ja auch. Ich finde es so interessant, dass in diesem Projekt so viele unterschiedliche Leute von unterschiedlicher, ich sage jetzt einmal, auch Interessen, von unterschiedlichen Interessen, sich ein Interesse gefunden haben, was gemeinsam haben und alle verbindet und dadurch ist es sehr klasse. So, muss ich verlassen. Gehst du das an? Ciao, ciao. Kannst du irgendwas über die Leute sagen? Also seid ihr ja alles so, was weiß ich, Stadtmenschen mit Bürotätigkeit oder kann man das nicht so sagen? Quer durch die Bank. Quer durch, kommt von überall. Also es ist wirklich quer durch die Bank von, weiß ich nicht, von Lehrerin ist dabei oder es ist auch, es sind schon Büromenschen, wie viele in Wien einfach Büromenschen sind. Aber grundsätzlich gibt es unterschiedlichste, also von Fotograf bis hin zum für ein Hilfswerk, der wo auch ist, oder von der Heilsarmee haben wir. Wir haben auch verschiedene Vereine, die dabei sind. Also ein Verein ist bei euch Mitglied wieder, oder? Genau, hat ein Beet in dem Sinne. Also die haben 2 Beete sogar. Ja. Und ja. Seid ihr vernetzt mit den anderen Gemeinschaftsgärten in Wien? Oder vernetzt wäre zu viel gesagt, wir sind da auch dabei, wir haben quasi da haben wir eine Liste vorne in dem Sinne von allen anderen Gärten und die haben mehr oder weniger, sind immer herzlich willkommen, aber wir haben jetzt da keinen aktiven Austausch. Es gibt noch keinen eigenen Gemeinschaftsgartenlobbyisten im Rathaus? Oder? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Und wenn auch, sind wir nicht. Einen Stadtrat für Gemeinschaftsgarten und Probleme? Haben wir keinen, ne? Okay. Kannst du empfehlen, Zeit in einen Gemeinschaftsgarten zu investieren? Also tust du dir leid in der Zeit? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde das so angenehm und es ist wirklich eine Bereicherung. Wir treffen uns immer wieder, wir haben nette Abende. Mhm. Es ist immer wieder einfach schön, den Pflanzen zuzuschauen. Mhm. Und wenn man ein bisschen eine Freude hat mit Pflanzen, Pflanzen zum Wachsen ackern und man will ein bisschen mehr mal herausfinden darüber, dann ist das einfach ein super klasses Projekt, weil man herkommt, man kann also Pflanzen. Garten, für den man keine Miete zahlen muss, sozusagen. Auch wenn man Miete zahlen kann, wenn es jetzt ausgeht vom Finanziellen, oder es geht eher darum, dass man lernt, zum Beispiel, wie schaut der Salat aus, wenn er Samen trägt. Okay, ich kenne seit meinem Leben lang kenne ich einen Salat. Aber ich habe noch nie, vor dem Garten habe ich noch nie gesehen, wie ein Salat aufschießt und nachher blüht und dann noch Samen trägt. Und das ist aber solche Sachen, die machen wir in dem Garten. Bewusst. Auch, dass wir Salat stehen lassen einmal und schauen, was passiert. Und die Samen natürlich nehmen und probieren, was ist, wenn man die einsetzt? Wie viel wachsen jetzt wirklich davon? Wie ist es, wenn die Salatpflanze nicht kauft, sondern wenn man die selbst anbaut? Mhm. Und das ist nicht nur mit Salat, sondern also mit allem möglichen. Ganz eure eigene Saatgut. Auch, natürlich. Mhm. Obwohl das mit dem Saatgut ist nur rein Interesse. Ja, ja. Also das ist, wir kaufen schon oder wir probieren oder wir probieren exotische Samen, die man auch kaufen kann da. Oder weiß nicht, ich habe jetzt auch grüne Tomaten. Ja, das ist ja, das bei uns kennt keiner oder nicht so viele grüne Tomaten. Und das ist aber interessant, dass man solche Sachen mal ausprobiert, auch
was es nicht für Vielfalt gibt, die was man sonst nicht kennt. Diese Frage, du hast vorhin erzählt, ihr habt da Hakenkreuzschmierer rein gehabt. Ja. Ihr habt ab und zu Vandalismus. Der Vandalismus hält sich grundsätzlich in Grenzen. Ja. Das ist etwas, was einmal gewesen ist. Ja, da haben irgendwelche Leute auf Fahne, wir haben eine Tigerentenfahne gemacht, ein gelbes T-Shirt, wo wir zwei Tigerenten drauf gemacht haben. Und die haben es runtergenommen und haben zwei Hakenkreuze drauf geschmiert und dann haben sie es wieder gehisst und auf dem Tisch in der Mitte von der hat es ein Hakenkreuz drauf gegeben und auf der Bank auch. Und unser Garten ist offen für alle Gemeinschaften und da hat nichts mit weder mit Religion noch mit Glauben und mit allem Möglichen zum Tun. Es wird jeder willkommen, nur sollte man sowas. Nein, es ist nicht meine Gesinnung. Ich habe auch kein Problem, wenn die jetzt da sind. Es geht mir eher darum, dass einfach nicht ihre Kundmachungen überall da so abgesagt werden. Bis jetzt gibt es in Österreich. Genau. Das darf man sowieso nicht. Ja. Aber was grundsätzlich ist, es muss nicht sein. Aber besonders über eine Tigerente. Ja. Ich meine. Wer schändet denn eine Tigerente? Ja. Also. Aber sonst habt ihr politische Einnahmeversuche gehabt? Also, dass jetzt irgendeine Partei versucht hat, Nein. Sozusagen ihre Flaggen da aufzusetzen? Keine politische Gruppe setzt sich jetzt quasi da ein. Das ist. Die Grünen sind eigentlich pro dem Projekt und auch natürlich die Bezirksvorsteher haben da die Eröffnung auch mitgemacht, aber grundsätzlich ist es jetzt kein politischer Garten und auch die ich glaube, wir haben noch nie über Politik geredet in dem Garten, also über die städtische oder österreichische Politik. Und sowas kommt, wenn ja da sehr viele Leute mal vorbei am Donaukanal. Wie interagieren die dann mit dem Garten? Oder wie? Sehr viele Leute kommen rein. Ja. Das beste Beispiel ist, wie ich heute gekommen bin, sind zwei Leute schon da gesessen. Und die haben mich nachher angeredet und haben gesagt, ob ich zu dem Garten gehöre, weil während sie da gesessen sind, haben zwei Leute schon gefragt, wer da zu dem Garten gehört. Unterschiedliche, weil sie interessieren sich für den Garten und warum und wie und wo und was. Das ist etwas, was sozusagen viele Leute involviert. Naja, grundsätzlich, es ist offen. Wir haben bewusst keinen Zaun gemacht. Es gibt ja auch Gemeinschaftsgärten in Wien mit einem Zaun. Ne? Genau. Ja. Wir haben den Weg gewählt, dass wir keinen Zaun wollen, was ein bisschen Nachteile auch bringt in Bezug auf die Sicherheit, weil die Stadt Wien nachher sagt, das ist ein bisschen gefährlicher, was ich nicht so sehe, weil wir aufpassen. Was kann da jetzt gefährlich sein? Das wenn man einen Zaun hat, ist es privat mehr oder weniger. Ja, und was dadurch ist das Gefahrpotenzial für den Garten? Ich verstehe es nicht. Ja, nicht, aber es sind Ecken und es sind. Du könntest in einen Rechen einsteigen und der und das kann wehtun. Man weiß ja nie, diese Gesetze, die die Menschen so behüten, dass sie in einem goldenen Käfig sitzen, finde ich jetzt Okay. Zum Thema Gartengeräte, die ganzen Gießkannen sind größtenteils mit Fahrradschlössern da anmontiert. Ja. Das ist notwendig, also die werden sonst wegkommen. Nein, wir haben eine Gießkanne, die seit Gründung steht im Garten und wurde noch nicht gestohlen. Haben Sie andere Geräte oder einen Geräteschupfen oder so? Nein, Schupfen nicht, aber wir haben so ein Rechen und eine Scheibtruhe und verschiedene andere Sachen, die man ausbauen kann und für den ganzen Garten da ist. Also wir haben untereinander haben wir die Gemeinschaftsgeräte an einem Ort, so wie den Schlauch zum Gießen. Und ist da mal was weggekommen? Also ist da jemand einen Gartenschlauch gebraucht hat oder so? Naja, also mein Schraubenzieher ist weggekommen. Was aber eher danach schaut, als ob jemand, der in einem Rauschzustand quasi ein Spielzeug irgendwie kurz braucht hat oder wie auch immer. Es ist, glaube ich, eher weniger das Stehlen, als eher, schau, was da ist. So in die Richtung, glaube ich. Ich meine, das ist ja am Wochenende die Ur-Trink-Location, wo sehr viele Leute also trinken und am Boden sitzen zum Teil auch und so. Habt ihr dadurch irgendwie, dass die Leute in eure
Gemüsebeete pinkeln oder Bierdosen reinstellen oder so, also diese Form von Vandalismus? Ja, besonders bei ganz großen Veranstaltungen wie irgendwelche EM-Übertragungen oder beim Donaukanal treiben, sind einfach solche Massen da, dass die nicht dass die Stadt Wien nicht gescheit, es funktioniert einfach nicht, dass so viele Leute versorgt werden können, aufs Klo gehen können. Es ist jetzt nicht wirklich die Stadt Wien selber als Schuld da. Ja. Es ist einfach vom Platz her nicht möglich. Ja. Und dadurch ist es schon, da ist es schon, muss ich sagen, dass es bei solchen Großveranstaltungen immer wieder vorkommt, dass die Leute einfach nachher hinten zur Wand gehen und hinpinkeln und so. In den Beten eher weniger, aber halt bei den Außengemeinschaftsbeten schon sehr wohl. Aber es ist jetzt nicht die Regel. Also es ist, viele, glaube ich, wissen es einfach nicht so. Und dass da oben 50 Meter vor und 100 Meter zurück zwei Toilettenanlagen sind. Okay. Wenn man mitmachen will beim diesem Gemeinschaftsgarten oder sich dafür interessiert, an wen schreibt man da? Wir haben eine Gemeinschaftsadresse. Das paradeiser@garten-donaukanal.at. Wenn man beim Garten vorbeigeht, am Zaun selbst, gibt es eine Informationstafel, wo die E-Mail-Adresse eher drauf ist. Homepage habt ihr noch keine, die Betriebe noch nicht, nein, es ist nur eine Seite, wo also Informationen auch draufstehen, sind aber nur geringfügig. Das haben wir, dadurch, dass wir eigentlich ein kleiner, ganz kleiner Verein sind, sind wir jetzt gerade erst dabei. Zu organisieren. Es geht gar nicht viel ums Organisieren. Wir brauchen eigentlich, es sind so viele Leute, die sich dafür interessieren, dass wir jetzt nicht zwingend diese Werbung theoretisch brauchen. Der Gartenserver ist Werbung genug. In der Location. Per E-Mail, also nicht Facebook. Per E-Mail und Facebook-Gruppe haben wir auch. Ja. Auch wenn man Gemeinschaftsgarten Donaukanal reingibt, findet man das, dann kann man es da anschreiben. Und aber es ist eher für die Leute selber gedacht. Okay. Na gut, dann danke und wünsche viel Erfolg. Danke, gern.